Alle Eltern stehen vor der Frage, wann ein Kind alt genug ist, um das Haus allein zu verlassen. Für eine Mutter in Tutson wurde die Fahrradtour ihrer achtjährigen Tochter zum Briefkasten an der Ecke zu einem zweimonatigen Albtraum. Nach dem Bundesgesetz für Entführungen kann das FBI einen Fall nach 24 Stunden aufnehmen. Ich bin Jim Kallstrom, ehemaliger Leiter des FBI-Büros in New York. Es braucht Dutzende Agenten, um einen Sexualstraftäter aufzuspüren. Und es braucht den Mut einer Mutter, die Gesetze zu ändern, die das Monster freigelassen haben. Montag, der 17. September, 84. Gegen 3 Uhr nachmittags in Flowing Wells, Arizona, außerhalb von Tucson, half die 8-jährige Vicky Lynn Hoskinson, die gerade von der Schule nach Hause kam, ihrer Mutter, eine verspätete Geburtstagskarte an ihre Tante zu schreiben. Da ihre große Schwester wegen des Leichtathletiktrainings länger in der Schule blieb, fragte Vicky ihre Mutter, ob sie die Karte selbst abschicken könnte. Der Briefkasten war nur 2 Blocks entfernt. Nachdem sie ihrer Tochter sagte, sie sollte vor 3:30 zurück sein, stimmte Debbie Carlson ihrer jüngsten Tochter zu. Laut Mrs. Carlson würde die Fahrt zum Briefkasten und zurück weniger als 10 Minuten dauern. Ich schickte Vicky allein los. Es war das erste Mal, dass ich eines meiner Kinder allein losschickte, um eine Besorgung zu erledigen. Wir haben sie sonst immer zu zweit geschickt. Die kleine Vicky Lynn Hoskinson erlebte ihr erstes großes Solo-Abenteuer. Laut ihrer Mutter strahlte sie vor Stolz über die Verantwortung, die ihr übertragen worden war. Sie versprach, sofort nach dem Versenden der Karte nach Hause zu kommen. Etwa 20 Minuten, nachdem Vicky gegangen war, wurde Debbie Carlson durch das Geräusch der Haustür beruhigt. Doch sie war ein wenig überrascht, als sie sah, dass es Vickys ältere Schwester Stephanie war. Ihr Leichtathletiktraining war abgesagt worden. Mrs. Carlson erzählte ihr, dass Vicky losgegangen war, um einen Brief abzuschicken, aber nicht zurückgekommen war. Stephanie dachte, ihre Schwester spiele vielleicht mit einer Freundin. Stephanie sagte, oh, suche sie. Sie ist bestimmt bei Jennifer zu Hause. Das zweite Mal an einem Tag habe ich eines meiner Kinder, Stephanie, ganz alleine losgeschickt. Stephanie fand Vickys Fahrrad am Straßenrand liegen. Sie rief den Namen ihrer kleinen Schwester. Sie eilte nach Hause, um es ihrer Mutter zu sagen. Nun, das war für mich sofort ein Alarmsignal, denn Vicky hätte ihr Fahrrad niemals mitten auf der Straße stehen lassen. Es war ihr ganzer Stolz. Sie hat sich um das Fahrrad gekümmert, als wäre es ihr wertvollster Besitz. Debbie Carlson fuhr mit ihrer Tochter zu der Stelle, um Vickys Fahrrad einzusammeln. Stephanie lief zum Haus in der Nähe, um nachzufragen, ob jemand ihre Schwester gesehen hatte. Aber es antwortete niemand. Kurz nachdem sie Vickys verlassenes Fahrrad ins Auto geladen hatte, wurde Mrs. Carlson von ihren Gefühlen überwältigt. Ich war auf dem Weg nach Hause. Ich fing einfach unkontrolliert an zu weinen. Es war, als ob ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Es war einfach so untypisch. Irgendetwas stimmte nicht. Mrs. Carlson rief das Büro des Sheriffs von Pima County an. Sie rief auch Mr. Carlson von der Arbeit nach Hause. Das kleine Mädchen war noch keine 90 Minuten verschwunden, aber in der Gemeinde machte man sich bereits große Sorgen. Alle waren sich einig, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas Schlimmes war vorgefallen. Sie übergab Fotos von Vicky an Beamte des Pima County Sheriff's Department. Die Polizei verfolgte ihren Weg zurück, um zu sehen, wo sie auf Schwierigkeiten gestoßen sein könnte. Ihr Ziel war der Briefkasten vor einem Convenience Store in der Nähe einer belebten Kreuzung. Nur ein paar Blocks von ihrem Haus entfernt. Ein Polizist fragte den Geschäftsführer, ob er das kleine Mädchen gesehen habe.
Der Mann erkannte sie von früheren Besuchen, hatte sie aber an diesem Tag nicht gesehen. Die Beamten durchkämmten auch die umliegende Nachbarschaft. Sie überprüften zuerst das Haus ihrer besten Freundin. Mrs. Spencer sagte, dass weder sie noch ihre Tochter Vicky an diesem Tag gesehen hätten. Dann meldete sich ihr 5-jähriger Sohn zu Wort. Er sagte, Vicky sei vorhin vorbeigekommen, um Jennifer zu suchen. Nachdem er ihr gesagt hatte, dass sie nicht zu Hause sei, fuhr Vicky in Richtung ihres Hauses, da sie offenbar ihre Meinung geändert hatte. Als der kleine Junge seine Geschichte beendet hatte, kamen zwei ältere Jungen auf sie zu. Sie sagten, dass auch sie Vicky gesehen hatten, wie sie vom Convenience Store weggefahren sei. Nur wenige Minuten bevor sie an ihr vorbeifuhren, sahen sie ein kleines schwarzes Auto mit kalifornischem Kennzeichen. Es fuhr so langsam, dass sie es mit ihren Fahrrädern überholten. Sie sagten, dass es in Vickys Richtung fuhr, aber sie warteten nicht, um zu sehen, ob es sie überholte. Den Fahrer konnten sie nicht erkennen. Ein langsam fahrendes Auto aus einem anderen Bundesstaat, das etwa zur gleichen Zeit auftauchte, als Vicky verschwand, kam den Ermittlern verdächtig vor. Obwohl es sich nur um einen Gast gehandelt haben könnte, der ein Haus sucht, musste der Sheriff trotzdem die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das kleine Mädchen entführt worden war. Die Behörden nahmen einen Fall wie diesen sehr ernst. Sie haben gelernt, das Schlimmste zu erwarten und sich darauf vorzubereiten. Der Sheriff rief den Detective der Mordkommission Gary Damers hinzu. Der Sheriff entschied, dass es wichtig sei, die Mordkommission mit diesem Fall zu betrauen. Aufgrund des Verschwindens von Vicky Lynn Hoskinson ging man davon aus, dass sie entführt worden war und dass wir es mit einem Fall zu tun hatten, der möglicherweise zu einem Mordfall werden könnte. Deshalb wurden wir etwas früher als sonst dazugerufen. Einige Stunden später wurde eine Kommandozentrale in der nahegelegenen Grundschule eingerichtet, die für diesen Tag geschlossen blieb. Sie wurde zur zentralen Anlaufstelle für alle Informationen und Hinweise. Als sich das Verschwinden von Vicky herumsprach, gab es keine Probleme, Freiwillige zu finden, um die Telefone zu besetzen. Die Anrufe kamen in Strömen. Polizisten und Hunderte von Freiwilligen durchsuchten die Gegend. Sie bewegten sich systematisch in konzentrischen Kreisen von Vickys zuletzt bekanntem Sichtungsort nach außen. Sie durchkämmten die Felder nach einer Spur des Mädchens, aber es wurde nichts gefunden. Selbst die Hunde konnten keine Fährte aufnehmen. Ehe man sich versah, wurden aus den Minuten eine halbe Stunde und eine Stunde, und es kamen immer mehr Polizisten, mehr Hilfs-Sheriffs und Leute aus der Nachbarschaft kamen vorbei. Alle begannen, nach Vicky zu suchen. Ein Deputy blieb im Haus, falls neue Informationen eintreffen oder eine Lösegeldforderung gestellt werden würde. Stunden vergingen ohne ein Wort. Die einzigen Anrufe kamen von besorgten Freunden und Verwandten. Neuigkeiten gab es immer noch nicht. Immer noch keine Vicky. Nach dem Bundesgesetz über Entführungen war das Pima County Sheriff's Department befugt, das FBI zu bitten, den Fall zu übernehmen. Am zweiten Tag von Vickys Verschwinden übernahm Special Agent Larry Bagley von der FBI-Außenstelle in Tucson den Fall.
Es war einfach so, dass ein junges Kind, das sehr verantwortungsbewusst war, das Haus verlassen hatte und ihr Fahrrad mitten auf der Straße gefunden wurde. Sie kehrte nie nach Hause zurück. Das allein genügte, um unseren Einstieg gemäß dem Entführungsgesetz auszulösen. Im Falle eines vermissten Kindes steigen die Chancen auf eine sichere Rückkehr, wenn sofort gehandelt wird. Das FBI hatte die Befugnis, die Ermittlungen gegebenenfalls über den Bundesstaat Arizona hinaus auszudehnen. Die Beteiligung des Agenten gab Debbie Carlson Hoffnung auf eine schnelle Aufklärung. Ein paar Blocks weiter in der Kommandozentrale in der Grundschule arbeiteten Beamte und Freiwillige weiter an den Telefonen. Es schien, als ob mittlerweile ganz Tucson über das Verschwinden des Mädchens mit kastanienbraunem Haar Bescheid wusste. Und sehr viele riefen an. Einige waren Scherzkekse, andere falsch informiert. Alle mussten beantwortet, gefiltert und bearbeitet werden. Unter den Dutzenden von hoffnungsvollen, aber vergeblichen Hinweisen gab es schließlich einen Anruf, der einen Hoffnungsschimmer enthielt. Eine Frau rief an, um zu berichten, dass sie Vicky Lynn Hoskinson am Abend zuvor im Einkaufszentrum gesehen hatte. Sie war Angestellte in einem Spielwarengeschäft. Sie erzählte den Behörden, dass eine Frau mit einem breitkrempigen Hut mit einem aufgeregten kleinen Mädchen hereinkam, das ihr wie Vicky Lynn vorkam. Die Frau versuchte, das Kind mit einem Spielzeug zu beschwichtigen. Sie bezahlte den Einkauf in bar, indem sie das Geld aus einem Umschlag zog. Der Angestellte bemerkte auch, dass sie eine Einkaufstasche aus einem anderen Geschäft bei sich trug. Nach dem Bezahlen verließen beiden das Geschäft und stritten darüber, was es zum Abendessen geben sollte. Die Angestellte erklärte sich bereit, auf die Wache zu kommen, um ein Phantombild zu erstellen. Anhand ihrer Beschreibung erstellte ein Polizeikünstler ein Phantombild der Kundin. Es war ihre erste richtige Spur. Aufgrund der Art und Weise, wie die Frau das Mädchen behandelte, glauben die Ermittler, dass sie möglicherweise ein Kind verloren hatte und versuchte, es durch ein anderes zu ersetzen. Der Gedanke, dass sich ihr Entführer um Vicky kümmerte, war zwar beruhigend, aber für Agent Bagley enthielt diese Theorie auch einige Ungereimtheiten. Ich hielt es für ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand Vicky Lynn entführte und sie dann an einen öffentlichen Ort gebracht hätte, um mit ihr gesehen zu werden. Das und die Tatsache, dass ihre Mutter Debbie sagte, dass Vicky Lynn niemals wissentlich einen Fremden in der Öffentlichkeit begleiten würde, ohne zu versuchen zu entkommen. Aber vielleicht ist Vicky nicht vor der Frau weggelaufen, weil sie für das Kind keine Fremde war. Die Ermittler kehrten in die Nachbarschaft von Vicky zurück und hofften, dass jemand die Zeichnung erkennen und einen Namen nennen würde. Sie fanden niemanden, der das konnte. Eine Reihe von Hinweisen, die diese Frau identifizierten oder eher von denen man glaubte, sie identifiziert zu haben, wurden telefonisch an die Kommandozentrale weitergeleitet. Jeder dieser Hinweise wurde von einem Ermittler oder einem Detektiv verfolgt. Die Ermittler durchkämmten das Einkaufszentrum, auch das Geschäft mit der Einkaufstasche, die die Frau bei sich trug. Die Angestellte dort erkannte die Frau wieder. Sie erinnerte sich auch an ein kleines Mädchen und bemerkte sogar, dass die Frau einen breitkrempigen Hut getragen hatte, der nicht auf der Skizze zu sehen war. Als neue Zeugen auftauchten, hielt ganz Tucson den Atem an in der Hoffnung, dass Vicky Lynn Hoskinson lebend gefunden würde. Bereits am zweiten Tag der Suche nach der achtjährigen Vicky Lynn Hoskinson
wurde ausführlich in den Nachrichten darüber berichtet. Lokale und nationale Nachrichtensender berichteten stündlich. Obwohl Vicky Berichten zufolge in der Nacht zuvor im Einkaufszentrum von Tucson gesehen wurde, wo sie sich mit einer fremden Frau stritt, erschien es den Ermittlern unglaubwürdig, dass ihr Entführer sie an einen öffentlichen Ort gebracht hätte, wenn Vicky noch am Leben wäre. Die Ermittler setzten die Suche in den nahegelegenen ländlichen Gebieten fort. Außerdem bereiteten sie sich und Vickys Mutter Debbie Carlson auf das Schlimmste vor. Ich erinnere mich, dass sie kamen und nach Vicky suchten. Am zweiten Tag, am Dienstag, wollten sie Zugang zu Vickys Zimmer. Sie ließen uns ihr Zimmer aufschließen und nahmen Haarproben von ihrem Bett. Sie nahmen auch ihre Laken mit und ihr Kopfkissen und ihre Haarbürste. Sie nahmen all diese Dinge mit. Und ich dachte mir nur, sie bereiten einen Mordfall vor. Das war es, was sie taten. Und ich war nicht bereit dafür, weil ich dachte, dass es sich nicht um einen Mordfall handeln würde. Trotz ihrer Zweifel verfolgten die Ermittler ihre einzige Spur weiter. Sie mussten die Frau finden, von der eine Zeugin glaubte, sie sei Vickys Entführerin. In der nahegelegenen Highschool glaubte ein Schüler, das Gesicht der Frau zu erkennen. Er sagte, er habe die Frau mit dem kleinen Mädchen am Nachmittag zuvor in einem dunklen Auto gesehen. Er erinnerte sich, dass der Wagen ein schwarzer Monte Carlo war. Ein kleines Mädchen, das Vicky ähnelte, schaute aus dem Fenster. Er glaubte, dass die Fahrerin dieselbe war, wie auf der Skizze abgebildet. Die Ermittler fragten sich, ob es dasselbe Auto war, das die beiden Jungen auf den Fahrrädern zuvor in der Nachbarschaft gesehen hatten. Das war ein Hinweis für uns, denn es klang, als hätte es viel Potenzial, aber wir konnten nicht viel damit anfangen. Wir haben nach Monte Carlos gesucht, hatten damit aber keinen Erfolg. In der Kommandozentrale meldeten sich Zeugen jeden Alters. Eine Mutter kam mit ihrem dreijährigen Kind. Sie half ihrem Sohn, den Ermittlern zu beschreiben, was er am Vortag gesehen hatte. Sie wohnten gegenüber der Stelle, an der Vicky Lynns Fahrrad gefunden wurde. Am frühen Nachmittag erzählte sie dem Detektiv, dass ihr Sohn im Vorgarten spielte, während sie für einen Moment ins Haus ging. Der Junge sagte, er habe gesehen, wie ein kleines, weiß gekleidetes Mädchen von einem, wie er es nannte, schwarzen Rennwagen angefahren wurde. Er sagte, dass ein großes Mädchen mit langen Haaren aus dem Auto ausstieg und dem kleinen Mädchen hineinhalf. Dann fuhren sie weg. Dieser kleine Junge war offenbar Zeuge der Entführung von Vicky Lynn Hoskinson geworden. Seine Schilderung der Ereignisse ließ den Verdacht aufkommen, dass Vicky von der Frau aus dem Einkaufszentrum entführt worden sein könnte. Aber er war zu jung, um nähere Angaben machen zu können. Und seine Mutter hatte nichts gesehen oder gehört. Die Agenten untersuchten die Stelle, an der Vicky Lynns Fahrrad gefunden wurde, um zu sehen, ob etwas übersehen wurde. Agent Bagley hat einen entscheidenden Fund gemacht. Etwas, das zuvor nicht gemeldet worden war. Der Pfosten wies eine frische Furche auf, die sich etwa 16 oder 18 Zentimeter über dem Boden befand und nicht als Aufsetzpunkt für ein großes Auto geeignet war. Für mich sah es also so aus, als sei es frisch. Ich hatte den Eindruck, dass das Auto, das das Fahrrad angefahren hatte, vielleicht gegen diesen Pfosten geknallt war.
Er vermutete, dass das kleine schwarze Auto mit kalifornischem Kennzeichen, das nur wenige Meter entfernt gesehen wurde, das Auto gewesen sein könnte, das den Pfosten in dieser Höhe angefahren hatte. Der Agent fragte, ob andere Ermittler Berichte über ein schwarzes Auto aus einem anderen Bundesstaat in der Gegend erhalten hätten. Ein Detective hatte das. Zuvor hatte er eine Aussage von Sam Hall, einem Lehrer der Grundschule, aufgenommen. Hall berichtete, dass er am 17. September gegen 15 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Schulhof gesehen hatte, nur 20 Minuten bevor Vicky das letzte Mal gesehen wurde. Er sagte, er habe ein tiefes, schwarzes Auto mit kalifornischen Kennzeichen bemerkt, das langsam in der Nähe des Schulhofs fuhr. Dann sah er, dass der Fahrer die Kinder beim Spielen beobachtete. Er beschrieb den Fahrer als männlich, mit langen Haaren und einem Bart. Hall erzählte Detective Damers, dass ihm beim Anblick des Gesichts des Fremden ein Schauer über den Rücken gelaufen sei. Er beschrieb, dass sich seine Nackenhaare aufstellten, als er diese Person sah. Also behielt er diese Person genau im Auge. Als der Mann wegfuhr, war Hall so geistesgegenwärtig, sich das Kennzeichen zu notieren. Als der Sportlehrer am nächsten Tag hörte, dass Vicky Lynn Hoskinson vermisst wurde, glaubte er, dass seine Sichtung von Bedeutung sein könnte. Als wir die Lizenznummer von Sam Hall erhielten und seine Geschichte hörten, war ich ziemlich aufgeregt, denn das war wahrscheinlich der Durchbruch, auf den wir warteten. Es dauerte mehrere Stunden, bis das FBI das Kennzeichen dem Besitzer des Wagens zuordnen konnte. Die Ermittler waren sich nicht sicher, ob es eine Verbindung zwischen der seltsamen Frau im Einkaufszentrum und dem bärtigen Mann im Auto gab. Jeder Ermittler in diesem Fall war stark belastet, denn mit jeder Stunde, die verging, sank die Wahrscheinlichkeit, dass Vicky Lynn sicher wiedergefunden würde. Die Zeit verschwor sich gegen sie, und die Hoffnung auf Vicky Lynns sichere Rückkehr begann zu schwinden, als der zweite Tag zu Ende ging. 19. September 1994. Tag 3 bei der Suche nach Vicky Lynn Hoskinson. Während das Nummernschild des schwarzen Kleinwagens ermittelt wurde, sammelten die Ermittler weiterhin Aussagen von möglichen Zeugen. Eine Frau aus der Nachbarschaft meldete sich und schilderte, wie ihr Kind beinahe entführt worden wäre. Die Frau erzählte den Ermittlern, dass sie in ihrem Haus Wäsche gewaschen habe. Während sie mit der Maschine beschäftigt war, kam eine Frau herein und versuchte, ihr Kind wegzulocken. Es gelang der Mutter, die Frau zu vertreiben. Die Polizei zeigte der Zeugin die Zeichnung der Frau aus dem Einkaufszentrum. Die Zeichnung sah nicht wie die Frau aus, die ihren Jungen entführen wollte, aber die Mutter war sich nicht ganz sicher. Die Polizei suchte die Gegend ab und fand die betreffende Frau. Sie war ein fester Bestandteil des Viertels. Exzentrisch, aber letztlich harmlos. Eine weitere von etwa 200 Sackgassen, denen die Ermittler folgten. Jede einzelne bedeutete zerschlagene Hoffnung. Am späten Nachmittag hielt Mrs. Carlson eine Pressekonferenz mit ihrer Familie ab. Sie plädierte für Vickys sichere Rückkehr. Indem sie sich über die Abendnachrichten an Millionen von Menschen wandte, hoffte sie, dass sich jemand mit Informationen über den Verbleib ihrer kleinen Tochter melden würde. In der einen Minute hatte ich noch Hoffnung, dass sie finden würden, und in der nächsten Minute wartete ich darauf, dass sie durch die Tür kommen würden, um mir zu sagen, dass sie ihre Leiche gefunden hatten. Es war eine Achterbahnfahrt. Ich fragte mich, ob ich in 3 Tagen eine Beerdigung haben würde.
Werde ich meine Tochter wiederbekommen? Wird sie eines dieser vermissten Kinder sein, die für immer verschwunden bleiben? Das FBI war der Antwort ein Stück näher gekommen. Die Spur des Kennzeichens führte zu einem 28-jährigen Mann aus Los Angeles namens Frank Jarvis Atwood. Die Agenten gaben die Informationen an die FBI-Identifizierungsabteilung weiter, um nach Vorstrafen zu suchen. Wir erhielten per Fax ein Vorstrafenregister von der Identifizierungsabteilung und das hat uns umgehauen. Denn wir stellten fest, dass es eine Vorstrafe wegen Kindesmissbrauchs und eine weitere wegen Entführung gab. Frank Atwood befand sich derzeit in Kalifornien auf Bewährung. Das FBI in Arizona alarmierte die dortigen Agenten. Sie beschlossen, den Carlsons nichts zu sagen, bis sie mehr wussten. Es folgte Tag 4 im Fall Vicky Lynn Hoskinson. Die Beamten begaben sich zu der Adresse in L.A., auf die Atwoods Fahrzeug zugelassen war. Es war das Haus von Atwoods Eltern, dem pensionierten Brigadegeneral der Armee Frank Atwood Senior und dessen Frau. Die Atwoods gaben zu, dass ihr Sohn Verbrechen begangen hatte. Sie sagten den Ermittlern auch, dass er ein paar Tage zuvor zu Besuch gewesen sei, aber sie wüssten nicht, wo er jetzt sei. Die Ermittler sagten ihnen, dass er möglicherweise in die Entführung eines Kindes verwickelt war und dass die Zeit dränge. Keiner der beiden Elternteile hatte irgendwelche Informationen für sie. Die Agenten hinterließen ihre Visitenkarten für den Fall, dass die Atwoods etwas Neues erfuhren. Die Mutter war sehr beschützend gegenüber ihrem Sohn. Der Vater hörte unseren Bitten zu, dass vielleicht, wenn wir schnell genug handelten, Vicky Lynn lebend gefunden werden könnte. Ein paar Stunden, nachdem die Agenten abgereist waren, erhielten die Atwoods einen Anruf. Es war ihr Sohn Frank. Er brauchte ihre Hilfe. Er sagte, sein Auto sei in Texas kaputt gegangen und er brauche Geld, damit er es reparieren lassen könne. Seine Mutter notierte sich die Adresse und sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Sein Vater notierte sie und verließ das Haus. Er ging zu einem Münztelefon und rief das FBI an. Er gab ihnen die Adresse der Werkstatt in Kerrville, Texas, wo sein Sohn Frank und ein Freund auf das Geld für ein neues Getriebe warteten. Das kalifornische Büro rief Agenten in Arizona an, die wiederum Agenten in Texas anriefen mit der Bitte, Frank Atwood zu verhaften. Das texanische Büro rief die Werkstatt an. Der Manager bestätigte, dass Atwood mit einem anderen Mann dort war. Er sah niemanden sonst bei ihm. Er wusste nicht, ob Atwood bewaffnet war. Die Agenten baten ihn, den Flüchtigen hinzuhalten, bis ein Verhaftungsteam eintraf. Alle Schritte wurden eingeleitet, um Frank Atwood festzunehmen. Es gab noch einen Anruf, bei dem sich Agent Bagley nicht sicher war, ob er ihn tätigen sollte. Das Problem war, ob wir die Eltern informieren sollten, dass wir eine neue Spur hatten. Die Spur, die wir hatten, zeigte uns, dass es jetzt sehr schnell gehen könnte. Wir machten uns Sorgen, ob Vicky Lynn mit ihm in diesem Auto war, und allerlei Gedanken gingen mir durch den Kopf. Schließlich entschied man sich, die Carlsons über diese plötzliche Wendung im Fall ihrer vermissten Tochter zu informieren. Die Geschichte war zu groß, um sie noch länger unter Verschluss zu halten.
Sie kamen zu uns und informierten uns darüber, dass sie eine Verhaftung in einem anderen Bundesstaat vornehmen würden, die im Fernsehen ausgestrahlt werden würde. Sie informierten uns über die Situation und darüber, wen sie verhaften würden. Von Vicky gab es keine Spur, aber sie hatten den Verdächtigen unter Beobachtung. Ohne eine Ahnung zu haben, wo das kleine Mädchen sein könnte oder ob es überhaupt noch am Leben war, rückten Bundesbeamte an, um Frank Atwood wegen Entführung zu verhaften. Vier Tage nach dem Verschwinden von Vicky Lynn Hoskinson in Arizona nahm das FBI in Kerrville, Texas, einen Mann fest. Frank Atwood und sein Begleiter James McDonald wurden ohne Zwischenfälle in einer Autowerkstatt aufgegriffen und wegen Verdachts auf Entführung festgenommen. Von Vicky gab es keine Spur. Gary Damers vom Tucson Sheriff's Department machte sich auf den Weg nach Texas, um Altwood zu verhören. Er sagte uns, dass er mit uns über bestimmte Dinge sprechen würde und über andere bestimmte Dinge würde er nicht mit uns sprechen. Einige der Informationen, die er uns gab, waren, dass er sich tatsächlich in der Gegend von Tucson aufhielt. Atwoods Vorgeschichte wegen Kindesmissbrauchs und Entführung machten ihn zum größten Verdächtigen in diesem Fall. Atwood gab zu, am Montag im September, an dem Tag ihres Verschwindens, in Vickys Wohngegend gewesen zu sein. Er sagte, er habe sich in einem nahegelegenen Park aufgehalten. Gegen 3 Uhr ging er los, um Drogen zu kaufen, und kehrte 2 Stunden später gegen 5 Uhr nachmittags in den Park zurück. Er wollte nicht erklären, wo er sich in diesen 2 verlorenen Stunden aufgehalten hatte. Er behauptete, er sei nicht für Vickys Verschwinden verantwortlich. James McDonald bestätigte Atwoods Geschichte. An dem fraglichen Tag sagte er den Ermittlern, dass er und Atwood gegen 3 Uhr nachts im Park einen Streit hatten. Kurz danach fuhr Atwood mit seinem Auto für etwa 2 Stunden weg. McDonald sagte, als Atwood gegen 5 Uhr zurückkam, habe er Blut an seinen Händen und seiner Kleidung gehabt. Atwood sagte, er sei in einen Streit mit einem Drogendealer geraten und habe ihn niedergestochen. McDonald nannte den Behörden auch die Namen anderer Leute in Tucson, mit denen er und Atwood herumhingen. Die meisten waren Durchreisende. Offiziell wurde der Fokus von der mysteriösen Frau im Einkaufszentrum auf Atwood gelenkt. Aber Debbie Carlson wollte die Theorie mit der Frau im Einkaufszentrum nicht ganz aufgeben. Zuerst wollte ich wirklich an der Theorie festhalten, dass es sich um eine Frau handelte, die möglicherweise ein Kind verloren hatte und die versuchte, ein Kind zu ersetzen. Ich glaube, das hat mich in der ersten Woche dazu gebracht, weiterzumachen, weil ich dachte, dass es sich um jemanden handelt, der sich um sie kümmern würde. Obwohl Mrs. Carlson die Hoffnung nicht aufgab, waren die Ermittler weniger optimistisch, was ein Happy End anging. Als er verhaftet wurde und sie nicht bei ihm war, wurde mir klar, dass Vickys Worte »Ich liebe dich« die letzten Worte waren, die ich jemals von meiner Tochter hören würde. Während sich das FBI um einen Durchsuchungsbefehl für Atwoods Auto bemühte, kehrten die Agenten aus Arizona am nächsten Tag nach Tucson zurück, um die von McDonald erwähnten Parkrumhänger aufzuspüren. Die Ermittler fanden 2 Männer, die angaben, Atwood habe einige Nächte in ihrem Wohnwagen verbracht. Einer der Männer, bekannt als Mad Dog, erinnerte sich, ihn dort am Montagabend gesehen zu haben. Dem Abend von Vickys Verschwinden. Seine Geschichte bestätigte, was Atwoods Reisebegleiter Jim McDonald dem FBI erzählte.
McDonald sagte, er habe Edward am Montagnachmittag mit blutiger Kleidung und Blut an seinem Messer und seinen Stiefeln gesehen. Mad Dog beobachtete dasselbe aus seinem Trailer aus, unabhängig von McDonald. Und sie hätten sogar darüber gesprochen, dass Edward seine blutigen Kleider und das Messer loswerden sollte. Die Ermittler legten einen Durchsuchungsbefehl vor und durchsuchten den Wohnwagen nach Beweisen für eine Entführung oder einen Mord. Zunächst sah es so aus, als wäre die Suche erfolgreich gewesen. Sie fanden eine Decke, die blutverschmiert zu sein schien, und eine Haarbürste, von der man annahm, dass sie Edward gehörte. Beide wurden einer Reihe von Blut- und Fasertests unterzogen. Beide ergaben nichts. Edwards Kleidung und sein Messer wurden nie gefunden. Die Suche ging weiter, sowohl nach Beweisen gegen Edward als auch nach irgendeiner Spur des Opfers. FBI-Agenten und Detektive, darunter auch ich, suchten weiter nach Vicki Lynn Hoskinson. Es hatte sich eine gewisse Frustration breit gemacht, weil wir Vicki immer noch nicht gefunden hatten. Das Gebiet war riesig. Es ist ein großes Wüstengebiet. Wir haben alle verfügbaren Ermittlungsmethoden eingesetzt, konnten sie aber nicht ausfindig machen. Aber wir verfolgten weiterhin jede Spur. Obwohl es kaum Hinweise auf den Verbleib von Vicki gab, durchsuchten die Ermittler weiterhin den Park, in dem Edward die meiste Zeit in Tucson verbracht hatte. Die Ermittler fanden ein Ehepaar, das Frank Edward kannte. Auch sie behaupteten, den Verdächtigen am Tag von Vickis Verschwinden in blutverschmierter Kleidung gesehen zu haben. Wie die anderen sagte Edward ihnen, er habe einen betrügerischen Drogendealer erstochen. Das war zwar durchaus möglich, aber dass der Zeitpunkt der Messerstecherei genau an dem Zeitpunkt von Vickis Verschwinden war, schien ein zu großer Zufall zu sein. Obwohl die Ermittler nun über bestätigende Geschichten verfügten, die auf Edwards Schuld hindeuteten, hatten sie immer noch keine physischen Beweise und keine Leiche, um zu beweisen, dass Vicki in seinem Auto gewesen war. Sie mussten einige Haare oder Fasern aus dem Auto mit denen aus dem Schlafzimmer des Opfers vergleichen. Aber es ergab nichts. Wir haben weder Haare noch Fasern oder Blut gefunden, das wir identifizieren könnten. Damals und auch heute sind die besten forensischen Experten des Landes beim FBI. Sie waren auch diejenigen, die das Fahrzeug untersucht haben. Daher bin ich fest davon überzeugt, wenn sich etwas darin befunden hätte, das hätte gefunden werden können, es auch gefunden worden wäre. Was die Ermittler suchten, befand sich nicht im Inneren des Fahrzeugs, sondern außerhalb. FBI-Prüfer entnahmen eine Farbprobe von Vickis Fahrrad, um sie mit einem rosa Farbfleck zu vergleichen, der an Edwards Stoßstange gefunden wurde. Der nur wenige Millimeter große Farbfleck wurde in der Materialanalyseeinheit des FBI untersucht. Der Sachverständige, der den Fall zuerst übernommen hatte, verstarb kurz nach Abschluss der Untersuchungen. Der frühere Special Agent James Corby untersuchte deshalb die winzigen Beweise erneut. Normalerweise hat man bei einer Straftat keine Verbindung zu dem Opfer oder der Familie. Das funktioniert in den meisten Fällen. Man versucht es nicht zu sehr an sich heranzulassen. Aber es ist sehr schwierig, wenn das Verbrechen an einem Baby oder einem kleinen Kind begangen wird, jemandem, der wehrlos ist. Man findet sich selbst dabei, wieder härter zu arbeiten, um die Wahrheit zu finden. Aber wenn nichts da ist, dann ist eben nichts da. Aber ich denke, dass man den Fall auf jeden Fall kritischer betrachtet. Ich denke, das liegt in der menschlichen Natur,
Bei mikroskopischen und chemischen Untersuchungen stellte Corby fest, dass die Farbe des Fahrrads und die Farbe an der Stoßstange übereinstimmten. Außerdem stellte Corby fest, dass die Verchromung der Stoßstange auf dem Fahrrad verschmiert war. Es handelte sich also um einen Austausch von Materialien. Die Farbe vom Fahrrad des Opfers befand sich an dem Auto des Verdächtigen. Und die Beschichtung des Autos des Verdächtigen befand sich am Fahrrad des Opfers. Dieser Materialaustausch bewies den Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem Fahrzeug des Verdächtigen. Das war gut, aber ohne eine Leiche würde es nicht ausreichen, um Frank Edward Jr. des Mordes an Vicki Lynn Hoskinson anzuklagen. Die Behörden machten sich auf einen schwierigen Fall mit wenigen Zeugen, wenigen Hinweisen und keiner Leiche gefasst. Der Fall gegen Edward könnte leicht durch irgendeine dieser Lücken schlüpfen. Fast 3 Wochen nach dem Verschwinden der kleinen Vicki Lynn Hoskinson von einer Straße in ihrem Viertel in Tucson wurde Frank Edward Jr. in Texas verhaftet und wegen Entführung angeklagt. Vicki war noch immer verschwunden und galt als tot. Die Ermittler wussten, dass eine Anklage wegen Mordes so gut wie unmöglich sein würde, wenn ihre Leiche nicht gefunden würde. Die Gemeinde von Tucson, die diesen Albtraum Tag für Tag durchlebte, erfuhr bald, dass Edward schon einmal durch die Maschen geschlüpft war. Edward war derzeit auf Bewährung frei, nachdem er 3 Jahre eine Haftstrafe verbüßt hatte. Die Strafe war das Ergebnis einer Vereinbarung nach einer Anklage wegen Kindesmissbrauchs an einem 7-jährigen Jungen, die auf Entführung heruntergehandelt wurde. Die wütenden Bürger von Tucson marschierten hinter Vickys Familie durch die Straßen, um gegen die milden Gesetze für verurteilte Kinderschänder zu protestieren. Die meisten trugen gelbe Bänder, um ihre Hoffnung an Vickys sichere Rückkehr zu zeigen. Edward wehrte sich gegen die Auslieferung von Texas nach Arizona, da es keine Beweise dafür gab, dass Vicki über die Staatsgrenzen entführt worden war. Das FBI ließ die bundesstaatlichen Anklagen gegen Frank Edward fallen, aber die staatlichen Anklagen wegen Entführung blieben bestehen. Im November, mehr als einen Monat nach Vickys Verschwinden, kehrte Edward unter strenger Bewachung nach Arizona zurück, um sich wegen Entführung vor Gericht zu verantworten. Eine Kaution wurde abgelehnt. Und ich werde mich an den Tag erinnern, an dem sie sagten, oh, wissen Sie, es wird wahrscheinlich mindestens 6 Monate dauern. Und ich dachte nur, 6 Monate? Das kann doch nicht sein. Ihr seid verrückt. Wir wussten damals nicht, dass es am Ende fast 3 Jahre dauern würde. Am 3. Dezember bekannte sich der glattrasierte Frank Jarvis Edward Jr. bei seiner Anklageerhebung als nicht schuldig. Aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit ordnete der Richter an, Edwards Prozess von Tucson nach Phoenix zu verlegen. Die Auswahl der Geschworenen sollte sich als langwierig und mühsam erweisen und fast 6 Wochen dauern. Aber der Fall entwickelte sich weiter. Am 12. April 1985 fand eine Frau, die mit ihrem Hund abseits der Hauptstraße spazieren ging, in der Wüste nordwestlich von Tucson einen kleinen menschlichen Schädel. Wir haben das Gebiet sofort abgesperrt. Das FBI wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Wir haben das Gebiet systematisch abgesucht. Die Leiche war nämlich verstreut worden. Die Tiere hatten sich tatsächlich an dem Körper zu schaffen gemacht und eine Reihe von Teilen umhergeschoben und weggeschleppt. Wir haben uns einfach Zeit gelassen. Ich glaube, wir waren insgesamt 5 Tage lang da draußen und haben alles eingesammelt, was wir in dem Gebiet finden konnten. Etwa 100 Leute durchsuchten akribisch einen 20 Quadratmeilen großen Wüstenabschnitt. Die Ermittler fotografierten das gesamte Gebiet, um den Zustand des Ortes zu dokumentieren. Kriminaltechniker markierten Bereiche, in denen Beweise gesammelt werden sollten.
In einem Fall mit so wenig physischen Beweisen könnte es teuer werden, auch nur das kleinste Knochenfragment zu übersehen. 12 Stunden am Tag, an 5 Tagen, haben die Behörden Knochenfragmente geborgen und dokumentiert, ihren Standort und ihren Zustand festgehalten. Ende Mai 1985 wurden über 20 Beutel mit Beweismitteln zur Identifizierung an das Labor geliefert, darunter ein Teil eines Unterkiefers, der noch Zähne enthielt. Es meldete sich ein Zeuge, der aussagte, er habe Atwood mit einem Kind in der Gegend gesehen und sei dann allein gegangen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass die Verwitterung an den Knochen mit einer 8-monatigen Exposition gegenüber den Elementen übereinstimmte. Zahnärztliche Unterlagen bewiesen, dass es sich um die Überreste von Vicky Lynn Hoskinson handelte. Man fand ihren Unterkiefer in einem Erdhörnchenloch. Ein Jahr später hatte einer der Such- und Rettungskräfte, die nach ihren Überresten suchten, einen Blumenstrauß in das Erdhörnchenloch gesteckt, wo sie den Unterkiefer gefunden hatte. Vicky Lynn hat viele Menschen beeinflusst. Das sind Leute, die sie nie als das lebhafte, wilde, kleine Mädchen kannten, das wir liebten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der während dieser Zeit hier gelebt hat, jemals vergessen wird, wie diese Gemeinschaft wegen ihr zusammengefunden hat. Vickys Familie hat sie am 30. Mai 1985 zu Grabe getragen. Fünfhundert Trauergäste nahmen an ihrer Beerdigung teil. Die Gemeinschaft war empört darüber, dass das Leben eines ihrer jüngsten Mitglieder so früh beendet wurde. Debbie Carlson schwor, dass der Tod ihrer Tochter für die Lebenden von Bedeutung sein würde. Ich wurde politisch sehr aktiv, um mich für die Belange von Kindern einzusetzen. Wir schafften es, ein paar Gesetze im Bundesstaat Arizona zu ändern. Und ich denke, das war mein Rettungsanker, weil es mir einen klaren Fokus gab. Es hat mir einen Fokus weg von dem Schmerz, dem Bauchkrampf und dem Zerreißen meines Herzens gegeben, den ich jede Sekunde gespürt habe, hin zu etwas Positivem für Vicky und für andere Kinder. Meine Tochter würde nicht umsonst sterben. Sie würde einen Unterschied machen. Etwas bewirken. Frank Atwood wurde am 26. März 87, 2,5 Jahre nach Vickys Verschwinden, wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Er wurde für schuldig befunden. Frank Atwood wurde zum Tode verurteilt. Aber ein Fall wie dieser ist nie wirklich abgeschlossen. 16 Jahre später sind die Erinnerungen an Hoffnung und Verzweiflung immer noch präsent. Ich werde nie das Geräusch des Hubschraubers vergessen. Wenn ich heute einen Hubschrauber höre, erinnere ich mich an diese Zeit. Ich erinnere mich an den Geruch in der Luft, an die Jahreszeit. Und den Lärm eines Hubschraubers. Im Jahr 1989 verschwindet eine Marinekapitänin spurlos aus ihrem Quartier. Sie war für ihr vorbildliches Verhalten bekannt. Deshalb fiel es ihren Kollegen schwer zu glauben, dass sie sich unerlaubt entfernt hatte. Die Militärbehörden vermuteten, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden war. Das FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein. Sie würden die Offizierin finden oder das Verbrechen vor Gericht stellen.
Shirley Russell war eine entschlossene Frau. Entschlossen genug, um den Rang eines Hauptmanns bei der United States Marine Corps zu erreichen. Als die Offizierin als vermisst gemeldet wurde, weigerten sich ihre Kollegen zu glauben, dass sie sich unerlaubt entfernt hatte. Es war unklar, ob Captain Shirley Russell tot oder lebendig war. Ich bin Jim Kallström, ehemaliger Leiter des New Yorker Büros des FBI. Wenn ein Verbrechen auf einer Militäreinrichtung begangen wird, fällt es unter die Bundesgerichtsbarkeit. Die Agenten mussten sich auf ihren Instinkt verlassen, um das Geheimnis von Captain Shirley Russells Verschwinden zu lüften. Der Stützpunkt des Marine Corps in Quantico, Virginia, liegt 35 Meilen südlich von Washington, D.C. Seit 1917 ist es der Hauptsitz einer der selektivsten Zweige des Militärs des Landes. Über 3000 Marines trainieren, arbeiten und leben auf dem 100 Quadratmeilen großen Stützpunkt. Nahezu alles, was im zivilen Leben üblich ist, findet sich auch auf dem Stützpunkt wieder, von den Kaufhäusern bis zu den Wohnungen. Verheiratete Offiziere haben die Möglichkeit, auf dem Stützpunkt in Unterkünften für verheiratete Offiziere zu wohnen, die als MOQ bezeichnet werden. 6 Monate lang war das MOQ Nummer 394D das Zuhause von Captain Shirley Gibbs Russell und ihrem Mann Robert Russell. Im Januar 1989 beschloss Kapitän Russell, die Ehe zu beenden. In den nächsten Monaten wohnte sie bei einem Freund außerhalb der Basis, bis eine Junggesellenwohnung zur Verfügung stand. Shirley packte ihre Zivilkleidung, ihre Uniform und ihre Marineschusswaffe ein. Robert flehte sie an zu bleiben, aber Shirley war fest entschlossen. Für sie war der Entschluss klar. Für Robert bedeutete die Trennung, dass er die Basis verlassen musste. Als ehemaliger Marinesoldat würde er damit seine letzte Verbindung zu den Corps verlieren. Captain Russell machte weiter Karriere als Adjutantin des Kommandeurs des Unterstützungsbataillons der Marinegrundschule. Sie war für alle Personalangelegenheiten und administrativen Belange des Unterstützungsbataillons zuständig. Sie war bei ihren Kameraden und ihrem kommandierenden Offizier, Oberstleutnant James Hodges, als engagierte Marine bekannt. Als ich Shirley Russell zum ersten Mal traf, war ich sehr beeindruckt von der Tatsache, dass sie ein schwarzer, weiblicher Captain war. Davon gibt es nicht viele im Marine Corps. Und dass sie aus armen Verhältnissen stammte und etwas aus sich machte. Sie schien so energiegeladen und so eifrig. Sie wollte in der Rangstruktur aufsteigen. Während sie zusammen eingeteilt waren, bauten sie eine Freundschaft auf, die auf gegenseitigem Respekt basierte. Hodges wusste, dass Shirleys Ehe in Schwierigkeiten steckte. Meine Beziehung zu Shirley Russell war etwas Besonderes, auch wenn ich ihr befehlshabender Offizier war und ihr oberster Chef, wenn man so will. Ich stand ihr sehr nahe, wie eine Art großer Bruder oder Mentor. Wir sprachen manchmal nach der Arbeit über ihre Situation, ihre Ehe, ihre Vergangenheit und so weiter. Am Donnerstag, dem 2. März, etwa einen Monat nach ihrer Trennung von Robert, beantragte Shirley Urlaub von der Arbeit. Sie musste ihr ehemaliges Quartier aufräumen und ihre rechtliche Trennung abschließen. 4 Tage später, am Montag, dem 6. März, kam Hodges ins Büro und erwartete, Shirley an ihrem Schreibtisch vorzufinden. Er war überrascht, dass ihr Büro leer war. Shirley hatte eine perfekte Arbeitsbilanz. Sie war noch nie zu spät zur Arbeit erschienen. Als ich zur Tür hereinkam, fragte ich sofort Major Buck Bourgeois und fragte, wo ist Shirley? Und er sagte, Sir, sie ist nicht hier. Und sofort hatte ich das Gefühl, oh nein, ihr ist etwas zugestoßen. Lieutenant Colonel Hodges untersuchte die unbefugte Abwesenheit. Captain Russell war vor kurzem in ein Quartier für Junggesellen auf der Basis gezogen. Hodges hoffte, dass er sie zu Hause antreffen würde.
Als kommandierender Offizier des vermissten Captains hatte Hodges die Erlaubnis, das Zimmer zu durchsuchen. Es gab kein Zeichen von ihr und keinen Hinweis darauf, dass sie ausgezogen war. Die Marines kehrten ins Büro zurück und kontaktierten den Ehemann des Kapitäns, der jetzt außerhalb des Stützpunkts lebt. Hodges wusste, dass Robert Russell Shirley über das Wochenende geholfen hatte, ihr Zimmer zu reinigen und zu streichen. Sie verabredeten ein Treffen im ehemaligen MOQ des Parks. Die Marineoffiziere besichtigten die Wohnung. Russell erzählte ihnen, dass er und Shirley sich am Samstag gegen Mittag hier getroffen hatten, um ein paar Nachbesserungsarbeiten durchzuführen. Russell zufolge hatte sich Shirley gegen 2:30 freiwillig gemeldet, um in der Börse der Basis Farbe zu kaufen. Er behauptet, dass sie nicht mit ihrem Auto gefahren ist, sondern zu Fuß zum PX gegangen ist. Russell sagte, er habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Lieutenant Colonel Hodges glaubte Robert Russells Geschichte nicht. Es kam mir wie eine Lüge vor, denn der PX war wahrscheinlich 4 oder 5 Meilen entfernt. Es ist unmöglich, dass sie von ihrem Quartier aus zu Fuß zum PX gelaufen ist. Außerhalb des Quartiers untersuchten die Beamten auch Russells Lagerschuppen. Auf dem Boden bemerkte Colonel Hodges einen rostfarbenen Fleck. Russell tat ihn als Farbe ab. Hodges war skeptisch. Er war kein Experte, aber für ihn sah es wie Blut aus. Lieutenant Colonel Hodges informierte den Naval Investigative Service. Der NES meldete die Möglichkeit eines Verbrechens an das FBI-Büro in Washington. Der NES informierte die Spezialagenten über den Fall. Captain Russell wurde seit 3 Tagen vermisst. Da es keinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort gab, folgten die Agenten dem Standardverfahren. Special Agent Alan Malinchak leitete den Fall. Wenn jemand vermisst wird, handelt es sich entweder um eine Entführung, also um eine vermisste Person, die aus irgendeinem Grund abgehauen oder verschwunden ist. Oder es ist ein Verbrechen. Die Ermittlungen des FBIs erstreckten sich auf alle 3 Möglichkeiten. Gemäß dem Standardverfahren wurde der Ehemann der vermissten Frau, Robert Russell, als erster befragt. Er erzählte den Agenten, dass er sich am Nachmittag von Shirleys Verschwinden gegen 13.30 Uhr mit einem Nachbarn unterhielt, als ein Freund von ihr vorbeikam, um sie zum Mittagessen abzuholen. Um 15.30 Uhr sagte Robert, er habe in ihrem Junggesellenbüro angerufen, um zu erfahren, ob sie nach Hause gegangen sei. Der diensthabende Beamte hatte Captain Russell nicht gesehen, also hinterließ Robert eine Nachricht. Gegen 4 Uhr nachmittags ließ sich Robert das Auto seines Mitbewohners und fuhr nach Pennsylvania, um das Wochenende bei seinen Eltern zu verbringen. Während des ersten Gesprächs, das ich mit Robert Russell führte, war er sehr ruhig, sehr geschäftsmäßig. Er wollte das FBI bei den Ermittlungen unterstützen und gab mir mehrere Hinweise, wo Shirley sein könnte, mit wem sie in Verbindung stehen könnte, was passiert sein könnte. Russell hielt es für möglich, dass jemand sie entführt oder verletzt hatte, obwohl Shirley keine Feinde hatte. Das Ehepaar hatte einige Probleme aufgrund ihrer mehrethnischen Ehe. Russell erzählte den Ermittlern, dass er und seine Frau häufig seine Heimatstadt in der Nähe von Mahanoy City, Pennsylvania, besuchten. Eines Nachmittags wurden die Russells beim Einkaufen von Rassisten belästigt. Nach Aussage ihres Mannes war Shirley sehr beunruhigt. Ein weiterer Vorfall erschreckte sie jedoch noch mehr. Thank you.
unbekannter Mann hatte bei ihrem Haus auf der Basis angerufen. Der Anrufer benutzte rassistische Schimpfwörter und drohte dem Ehepaar etwas anzutun. Wer auch immer der Anrufer war, wusste, wo die Russells wohnten. Nach den Drohanrufen teilte Robert den Beamten mit, er habe das Gefühl, Shirley brauche Schutz für die Zeit, in der er nicht bei ihr sein könne. In einem Pfandhaus in der Nähe der Basis suchte Robert eine Raven-Halbautomatik, Kaliber 25, aus. Nur zwei Tage bevor Shirley verschwand. Russell erzählte den Agenten, dass er Shirley an dem Tag, als sie sich trafen, um ihr ehemaliges Quartier zu reinigen, mit einem Geschenk überraschte. Laut Russell war Shirley dankbar für die Waffe mit dem Perlengriff. Die Agenten waren misstrauisch gegenüber dieser Geschichte. Als Marinekapitän hatte Shirley bereits eine persönliche Waffe. Wenn sie sich unsicher fühlte, warum sollte sie eine weitere Waffe brauchen? Da Shirley und die Waffe nirgends zu finden waren, würde es schwer werden, die Frage zu beantworten. Marine Captain Shirley Gibbs Russell verschwand am 4. März 1989 aus ihrer Basisunterkunft. Ihr Ehemann war die letzte Person, die sie gesehen hatte. Die Ermittler mussten seine Geschichte bestätigen. Das FBI befragte Marine Captain Patrice Gick. Laut Robert Russell traf Captain Gale am Tag von Shirleys Verschwinden gegen 2:30 an Shirleys früherem Wohnort ein, um sie zum Mittagessen abzuholen. Gale bestätigte dies. Robert sagte ihr auch, dass Shirley Farbe geholt hatte und nicht zurückgekommen war. Captain Gale fand das seltsam. Shirley hatte nie Termine verpasst. Und dieser hier war besonders wichtig gewesen. Erst einen Tag zuvor hatte Gale Shirley zur Rechtsabteilung der Basis begleitet, um ihre Trennungspapiere abzuholen. Shirley wollte sie Robert an dem Tag vorlegen, an dem sie ihr ehemaliges Quartier streichen würden. Das würde ihre Trennung offiziell machen. Shirley machte sich Sorgen über Roberts Reaktion. Danach würde sie eine Freundin brauchen, mit der sie reden konnte, und bat Captain Gale, sie zu treffen. Als Shirley nicht auftauchte, befürchtete Captain Gale, dass Robert etwas getan hatte. FBI-Agenten überprüften Shirleys Unterkunft für Junggesellen. Der Beamte hatte sie seit Samstag, dem 4. März, dem Tag ihres Verschwindens, nicht mehr gesehen. Am selben Samstag bestätigte Corporal Dan Carraway, dass Robert Russell angerufen hatte, um seine Frau zu suchen. Der Corporal vermerkte die Zeit in seinem Logbuch mit 15.30 Uhr. Etwa eine halbe Stunde, nachdem er die Nachricht entgegennahm, glaubte Carraway, Captain Russell zu sehen. Sie sprach am Telefon. Er erinnerte sich, dass sie Jongs und einen kastanienbraunen Pullover trug. Er wollte ihr ausrichten, dass ihr Mann angerufen hatte, aber er war abgelenkt. Als Carraway wieder Zeit hatte, war die Frau, die er für Captain Shirley Russell hielt, verschwunden. Seine Beschreibung widersprach Robert Russells Aussage, dass Shirley eine blaue Joggingmütze getragen hatte. Carraway hatte die Frau außerdem nur von hinten gesehen. Er konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Die Ermittler bezweifelten, dass sie jemals in ihre Wohnung zurückgekehrt war. Sie fanden keine Hinweise darauf, dass Shirley ihre Kleidung gewechselt oder die Trennungspapiere zurückgebracht hatte. Die Ermittler befragten die ehemalige Nachbarin von Russell. Eine von ihnen sagte, sie habe einen blauen Kombi gesehen. An dem Tag, an dem Shirley verschwand, fuhr er rückwärts an den Schuppen der Russells heran.
Sie wusste noch, dass es 5 Uhr nachmittags war. Das war eine Stunde später, als Russell behauptet hatte, er sei nach Pennsylvania gefahren. Die Ermittler fragten sich, ob Robert Russell sich geirrt oder gelogen hatte. Agent Alan Malinchik rief das FBI in Pennsylvania an, um herauszufinden, wo sich Russell den Rest des Tages aufgehalten hatte. Special Agent Michael Quirk aus dem Büro in Allentown wurde zum Co-Case Agent. Er setzte sich mit Roberts Eltern in Verbindung. Robert Russell war am 4. März 1989 nach St. Clair, Pennsylvania gereist. Er blieb das Wochenende vom 4. und 5. März bei seiner Familie. Die Befragung von Russells Familie durch das FBI bestätigte, dass er allein angereist war. Keiner von ihnen hatte Shirley gesehen. Das FBI startete eine Medienkampagne, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Das Foto von Captain Shirley Gibbs Russell wurde in Fernseh- und Zeitungsberichten gezeigt. Die Hinweise begannen sich zu verdichten. Auf halbem Weg zwischen Quantico und der Heimatstadt von Robert Russell rief ein Angestellter in York, Pennsylvania, die Bundesbehörden an. Der Angestellte berichtete, dass eine junge schwarze Frau am Samstagnachmittag, dem 4. März, in dem Laden gewesen sei. Dem Tag, an dem Captain Shirley Gibbs Russell aus Quantico verschwand. Soweit er wusste, kaufte sie mehrere Artikel und bezahlte mit einem Scheck. Der Angestellte fragte die Frau nach einem Ausweis. Sie legte einen Militärausweis vor. Sie ähnelte den Fotos, die der Beamte in der Zeitung gesehen hatte. Der Beamte bat darum, die an diesem Tag eingegangenen Schecks anzuschauen. Er stellte fest, dass keiner der Schecks von Shirley Gibbs Russell ausgestellt worden war. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Lawrence Leiser arbeitete mit dem FBI an dem Fall. Er bemerkte ein weiteres Detail, das darauf hindeutete, dass die Frau in dem Laden nicht Captain Russell war. Die Farbe und die Position des Bildes des Ausweises, das als Shirley Russell gehörend beschrieben wurde, war der Ausweis einer militärangehörigen Person. Nicht von einer Person, die selbst im aktiven Militärdienst war. Seit dem 4. März gab es keine Aktivitäten auf den Bank- oder Kreditkartenkonten von Kapitän Russell und sie hatte auch nicht ihre Familie oder Freunde angerufen. In Anbetracht von Shirleys stabilem Charakter ergab ihr Verschwinden für Agent Alan Malinchik keinen Sinn. Sie war der Typ Mensch, der sich im Marine Corps sehr gut machte. Sie würde bald befördert werden. Sie war scharfsinnig. Sie war auf Sack. Es war leicht, mit ihr Freundschaft zu schließen. Jeder, der mit ihr arbeitete, mochte sie. Sie hatte eine Menge Stabilität in ihrem Leben, was die Kirche und Familie anging. Dass sie einfach so verschwinden konnte, ergab keinen logischen Sinn. Da es weder von ihr noch von einem Entführer eine Nachricht gab, hielten die Ermittler es für wahrscheinlich, dass Captain Shirley Gibbs Russell tot war. Sie suchten nun nach ihrem Körper. Dutzende von Marines verteilten sich auf dem riesigen Stützpunkt. Sie durchsuchten hunderte von Hektar dichter Wälder, die die Marines für ihre Ausbildung nutzten. Sie fanden keine Spur des vermissten Kapitäns. Vielleicht wusste Robert Russell mehr über das Verschwinden seiner Frau, als er dem FBI erzählte. Die Agenten baten ihn, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Er stimmte zu. Wie schon zuvor empfanden die Agenten ihn als kühl und kooperativ. Fast 3 Stunden lang beantwortete Robert Russell Dutzende von Fragen zu Shirleys Aufenthaltsort. Er wurde 3 verschiedenen Untersuchungen unterzogen. Jedes Mal wurde Robert Russell als Betrüger entlarvt. Als die Beamten ihm die Ergebnisse mitteilten, schien Russell unbeeindruckt, fast selbstgefällig. Er willigte sogar ein, dass ihm Fingerabdrücke abgenommen werden.
Vielleicht war ihm bewusst, dass Polygraphen vor einem Bundesgericht unzulässig sind. Ohne eine Leiche bräuchten die Ermittler etwas Stärkeres als eine Vermutung, um zu beweisen, dass Russell seine Frau getötet und entsorgt hat. Im Frühjahr 1989 suchte das FBI weiterhin nach der Leiche von Marine Captain Shirley Gibbs Russell. Auf ihrer Suche nach Antworten vertieften sich die Agenten in den Hintergrund ihres Hauptverdächtigen, ihrem Ehemann Robert Russell. Special Agent Michael Quirk erfuhr, dass Russell bereits verheiratet war, bevor er Shirley kennenlernte. Mit seiner ersten Frau Pam hatte er zwei Kinder. Die Ehe währte nur 6 Jahre. 1986 teilte Russell seiner Frau mit, dass er die Scheidung wolle. Er verließ Pam und die Kinder am ersten Weihnachtstag. 6 Monate später heiratete Robert Shirley, während sie beide in Paris Island, South Carolina, stationiert waren. Das FBI erfuhr, dass Shirley kurze Zeit später nach Quantico versetzt wurde. Sie erfuhren auch, dass Robert Freunden erzählte, dass die Entfernung seiner Ehe schadete. Er behauptete, er verlasse das Marine Corps, um zu Shirley nach Quantico zu gehen, um ihre Beziehung zu stabilisieren. Die Ermittler entdeckten jedoch ein anderes Motiv für den Umzug. Die Ermittler hielten es für unwahrscheinlich, dass Robert seinen Rang als Hauptmann freiwillig aufgeben würde. Die Zugehörigkeit zum Marine Corps war Roberts ganzes Leben und seine ganze Welt. Aus den Militäraufzeichnungen ging hervor, dass Robert im Februar 1988 in Gulfport, Mississippi, stationiert war. Roberts Vorgesetzte stellten fest, dass seine Leidenschaft für das Corps nicht mit dessen Vorschriften übereinstimmte. Sie entließen Robert wegen Pflichtvergessenheit und Betrug an der Regierung mit einer weniger als ehrenhaften Entlassung. Er wurde aus seinem Büro eskortiert und durfte nichts außer seiner eigenen Kleidung mitnehmen. Obwohl Robert kein Marinesoldat mehr war, zog er aufgrund von Shirleys Rang einer Offizierin in die Offiziersunterkünfte in Quantico. Während Shirley ihn unterstützte, versuchte Robert sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, indem er Lehrer an einer nahegelegenen Highschool wurde. Doch sein Alkoholkonsum wurde immer exzessiver. Er betrank sich immer öfter und blieb immer länger weg. Shirley war verzweifelt. Sie trat Al-Anon bei, einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholikern. Als Robert körperlich ausfällig wurde, verließ Shirley ihn schließlich. Der stellvertretende Staatsanwalt Lawrence Leiser glaubte, dass Roberts Probleme Shirley wenig Alternativen ließen. Sie erkannte, dass die Ehe nicht mehr zu retten war und suchte eine Beratungsstelle, auf die Mitglieder der Marine Corps zur Verfügung stand. Sie wandte sich auch an einen Anwalt der Marine, um die Scheidung einzuleiten. Die Ermittler sahen sich in ihrer Annahme bestärkt, dass Russell durch seine Instabilität und seinem missbräuchlichen Verhalten Shirley umgebracht haben könnte. Er konnte die Tatsache nicht ertragen, dass diese schwarze Frau, seine Ehefrau, ein Captain des Marine Corps war, die erfolgreich war, die Karriere machte und sich zu allem Überfluss auch noch von ihm scheiden lassen wollte. Die Agenten erfuhren, dass Shirley während ihrer Trennung Zuflucht bei ihrer engen Freundin, der Marine-Kollegin Captain Anne Mack, gesucht hatte. Captain Mack erzählte Agent Malinchik, dass Shirley Angst vor ihrem Mann hatte. Sie hatte die Absicht, ihn zu verlassen, brauchte aber eine Bleibe. Sie hatte Captain Anne Mack gefragt, ob sie bei ihr in ihrem Stadthaus in der Gegend von Springfield, Virginia, wohnen könne. Captain Anmack stimmte zu und stellte einige Grundregeln auf, die besagten, dass Bob Russell nicht dort sein durfte, nicht ins Haus kommen durfte oder dergleichen.
Aber das war nicht genug, um Robert von Shirley fernzuhalten. Mac machte sich Sorgen um sie. Mac erzählte den Ermittlern, dass Robert Shirley stalkte. Bei mehreren Gelegenheiten tauchte er frühmorgens am Haus auf, als Shirley gerade das Haus verließ. Er belästigte seine Frau, bis sie sich bereit erklärte, einige Zeit mit ihm zu verbringen. Mac sagte, dass Robert Russell außerhalb der Basis lebte. Er war bei einem seiner neuen Kollegen eingezogen. Ein FBI-Agent überprüfte die Adresse. Es war das Haus von Sandy Flint. Sandy Flint sagte wenig. Sie sagte, sie wisse nichts über Roberts vermisste Frau. Auf dem Weg nach draußen traf der Agent Robert Flint, Sandys Schwiegervater. Er war ein pensionierter Maler, der 10 Jahre lang auf dem Stützpunkt in Quantico gearbeitet hatte. Mr. Flint erzählte dem Agenten von einem Gespräch, das er mit Robert Russell 2 Tage nach Shirleys Verschwinden geführt hatte. Robert Russell hatte ihn gefragt, wie man Flecken auf Betonböden entfernte. Der Schwiegervater hatte Bob Russell gesagt, man könne Chlor oder Seife mit Wasser verwenden. Das würde den Fleck ziemlich gut entfernen oder verdünnen. Bob hatte ihn gefragt, was ist, wenn es sich um Blut handelte, und der Schwiegervater sagte, man könne Salzsäure verwenden. Mr. Flint erzählte dem Agenten noch etwas anderes über ihn. Sandy und ihr Mann hatten sich kürzlich getrennt. Er vermutete, dass Sandy jetzt eine Affäre mit Robert Russell hatte. Mit jeder neuen Person, die die Agenten befragten, fanden sie mehr Täuschungen von Robert Russell. Wenn Sandy tatsächlich mit Russell zusammen war, könnte sie wissen, ob er Shirley getötet hatte. Die Agenten teilten ihr mit, dass es unklug wäre, einen Bundesmordfall zu behindern. Sandy willigte ein, mit dem FBI zu sprechen. Dieses Mal erwies sie sich als wesentlich kooperativer. Sie beschrieb ihre Rolle in Robert Russells Besessenheit. Sie hatte zugegeben, eine intime Affäre mit Bob Russell gehabt zu haben, als dieser noch verheiratet war. Sie teilte uns mit, dass sie auf Bobs Bitte hin Shirley Russell beschattet hatte. Sie sollte Bob über Shirleys Aktivitäten und Aufenthaltsorte berichten. Er hatte sie als seine Spionin angeworben. Sandy erzählte dem FBI, dass Russell überzeugt war, dass Shirley eine Affäre hatte. Er wollte wissen, wohin Shirley ging und wen sie traf. Sandy folgte ihr überall hin, fand aber nichts, was seine wahnhafte Fixierung stützte. Er war so zwanghaft. Er wollte seine Frau beim Fremdgehen erwischen. Die Ironie des Ganzen ist natürlich, dass sie gar nicht fremdging. Er war es, der sie betrogen hatte. Robert war zu weit weg von jeglicher Logik. Er weigerte sich, den Beteuerungen seiner Geliebten zu glauben. In seinem Kopf glaubte er, wenn er sie betrog, dann musste es auch Shirley. Und er würde alles tun, um es zu beweisen. Er erzählte Sandy, dass er in das Auto seiner Frau einbrach und ein stimmaktiviertes Aufnahmegerät anbrachte. Als dieser nichts Belastendes aufzeichnete, beschloss er, näher heranzugehen. Robert brach in das Haus von Anna Mac ein, um Shirleys Schlafzimmer zu verwanzen. Was dann geschah, verriet Sandy, dass die Besessenheit ihres Liebhabers ihn völlig vereinnahmt hatte. Robert rief seine Geliebte aus dem Schlafzimmer seiner Frau und flüsterte ihr zu. Er erzählte Sandy, er habe Shirleys Wein getrunken und ihr Tagebuch gelesen. Dann sagte er etwas, das sie nie vergessen würde. Er teilte ihr mit, dass, wenn Shirley vermisst werden würde, er schuld daran wäre. Er würde sich um sie kümmern. Sandy sagte daraufhin, sie könnten das nicht tun, sie werden nach ihr suchen.
Er forderte sie auf, alles zu leugnen, wenn sie jemals jemand dazu befragen sollte. Auch das Gespräch, das sie gerade führten. Sandys Aussagen waren belastend, aber es stand ihr Wort gegen seins. Um ihre Geschichte zu untermauern, brauchte das FBI Beweise. Wir beantragten eine Durchsuchung der Wohnung von Captain Ann Mack und fanden mehrere Gegenstände, darunter ein Telefon und ein Weinglas, welche wir zur Analyse an das FBI-Labor schickten. Wir konnten Robert Russells Fingerabdrücke auf diesen Gegenständen nachweisen. Das FBI hatte nun den ersten physischen Beweis dafür, dass Robert Russell seine Frau obsessiv verfolgt hatte. Aber ohne Shirleys Leiche war es immer noch nicht genug, um ihn des Mordes anzuklagen. Im März des Mordjahres gab es nur wenige Beweise, die Robert Russell mit dem Mord an seiner Frau, Marinekapitän Shirley Gibbs Russell, in Verbindung brachten. Zu Beginn der Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass der Verdächtige eine Affäre mit Sandy Flint gehabt hatte. Flint erzählte dem FBI nun mehr über den Tag, an dem Shirley Gibbs Russell verschwand. Sie sagte, Robert Russell habe sich ihr Auto, einen blauen Kombi, geliehen, um zu seinem Elternhaus in Pennsylvania zu fahren. Sie erinnerte sich, dass er ihr Haus irgendwann nach 4 Uhr nachmittags verließ. Sandy fand das seltsam, denn er hätte auch seinen eigenen Pickup benutzen können. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Lawrence Leiser glaubte, dass Russell an diesem Tag ihr Auto geliehen hatte, um Shirleys Leiche nach Pennsylvania zu transportieren. Der Grund, warum er darum bat, das Auto zu benutzen, war, weil er einen Pickup-Truck mit offener Ladefläche hatte. Die Leiche befand sich noch im Lagerschuppen und er musste sie entsorgen. Und da er dies nicht in einem Pickup mit offener Ladefläche tun konnte, lieh er sich den geschlossenen Kombi seiner Freundin, um die Leiche zu entsorgen. Die Ermittler hofften, diese Theorie zu untermauern. Sie kehrten zu Russells ehemaligem Wohnsitz zurück, wo sein Nachbar denselben blauen Kombi gesehen hatte, der rückwärts an seinen Schuppen herangefahren war. Die Ermittler mussten sich den Boden genauer ansehen, auf dem Oberstleutnant Hodges den rostfarbenen Fleck entdeckt hatte. Aber der Fleck war verschwunden, zumindest an der Oberfläche. Als sie die weiß getünchten Betonstücke aufstemmten, fragte Bob Russell sie, was los sei. Sie teilten ihm mit, dass sie diese Proben nehmen, um festzustellen, was für eine Substanz sich auf dem Beton befand. Mr. Russell sagte ihnen freiwillig, naja, ich habe das mit etwas Salzsäure gereinigt. Das FBI-Labor bestätigte, dass sich auf dem Beton Salzsäure befand. Dieselbe Substanz, die Russell laut Mr. Flint zur Entfernung von Blut aus dem Zement verwendet hatte. Die Techniker fanden keine Spuren von Blut oder Farbe auf dem Boden. Was ein wichtiges forensisches Beweisstück hätte sein können, war zerstört worden. Die Ermittler hofften, dass Sandy Flints Auto mehr Aufschluss geben würde. Die FBI-Prüfer untersuchten den Kombi von innen und außen. Er war ungewöhnlich sauber für ein älteres Auto, das erst kürzlich eine Rundreise von Virginia nach Pennsylvania gemacht hatte. Es stellte sich als eine weitere Sackgasse heraus. Als die Ermittlungen in Virginia ins Stocken gerieten, trennte sich Robert Russell von Sandy, packte seine Sachen und zog nach Pennsylvania, um ein neues Leben zu beginnen. Die Ermittlungen des FBI konzentrierten sich nun ebenfalls auf den Norden. Die Agenten verfolgten jeden Schritt von Robert. Sie stellten fest, dass er zwar auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen war, aber auch seinen Brüdern Mike und Ron sehr nahe stand. Die Agenten sprachen die Brüder bei mehreren Gelegenheiten an. Mike Russell erklärte sich zu einem Treffen mit den Agenten bereit. Er erzählte ihnen, dass Robert am Tag nach Shirleys Verschwinden in Pennsylvania angekommen war und dass er den Kombi von Sandy Flint in eine nahegelegene Autowaschanlage brachte. Robert und sein Bruder reinigten das Innere des Wagens gründlich, saugten ihn ab und besprühten ihn mit Deodorant.
Die Ermittler glaubten, dass Roberts Handlungen seine Absicht zeigten, jeden Beweis dafür zu beseitigen, dass Shirleys Leiche im Auto gewesen war. Mike Russell sagte den Beamten, er habe nie eine Leiche gesehen. Er räumte jedoch ein, dass das Verhalten seines Bruders verzweifelt wirkte, seit Shirley ihn verlassen hatte. 2 Monate vor ihrem Verschwinden fuhren Mike und sein älterer Bruder Ron nach Virginia, um Roberts Waffen wegzubringen. Agent Quirk erinnerte sich, dass seine Brüder dies für notwendig hielten, um zu verhindern, dass Robert jemandem etwas antue. Er war deprimiert darüber, dass er nicht mehr im Marine Corps war, obwohl er das Marine Corps liebte. Er hatte kein Geld. Er war Hauptmann im Marine Corps. Jetzt ist er ein Sonderschullehrer. Shirley hatte ihn von ihrem Girokonto abgemeldet, sodass er finanzielle Probleme hatte. Die Indizien häuften sich. Aber dem FBI fehlte ein entscheidendes Beweisstück für ihren Fall. Die Leiche von Shirley Gibbs Russell. Die erste Frage war, wo man suchen sollte. Die Agenten erfuhren die Antwort von Robert Russells erster Frau Pam. Roberts Elternhaus lag in Schuylkill County, einer ländlichen, bergigen Region im Nordosten Pennsylvanias. Tausende Kohleminen, die meisten davon stillgelegt, sind über den zerklüfteten Bezirk verstreut. Einige liegen hunderte von Metern tief und sind teilweise mit Wasser gefüllt. Als junger Mann verbrachte der Verdächtige Robert Russell einen Großteil seiner Zeit mit Wandern und Jagen in der Region. Seine Familie sagte, er kenne die Gegend wie seine Westentasche. Eine Suche in diesem Terrain wäre entmutigend. Aber niemand stellte jemals in Frage, ob sie wirklich durchgeführt werden sollte. An der umfangreichen Bodensuche nach Shirley Gibbs Russell Anfang Mai nahmen 150 Personen teil. Freiwillige des FBI, der Marines, des Naval Investigative Service und der Pennsylvania State Police waren beteiligt. Keiner von ihnen war mehr daran interessiert, den vermissten Marine zu finden, als ihre eigenen Kameraden vom United States Marine Corps. 9 Hubschrauber und 6 mit Marines besetzte Transportfahrzeuge wurden eingesetzt. 3 Tage lang durchsuchten sie ein Gebiet von über 1000 Hektar. Die Leiche von Captain Russell wurde nie gefunden. Die Ermittler entwickelten bald eine Theorie, warum die Suche nicht erfolgreicher war. Agent Quirk erfuhr von einem seltsamen Telefonanruf, den Ron Russell von seinem Bruder Robert erhalten hatte. Robert hatte Ron gefragt, ob er ihm etwas Dynamit besorgen könnte. Robert hatte daraufhin erklärt, dass er in Quantico kein Dynamit bekommen könne, weil es zu teuer war. Ron hatte Robert gefragt, warum willst du Dynamit? Und Roberts Antwort war, ich will Shirley in die Luft jagen. Ron glaubte ihm das nicht. Aber die Agenten fragten sich nun, ob Robert Russell Shirleys Leiche in einen Minenschacht geworfen und dann ihr Grab mit einer Explosion versiegelt hatte. Die Suche führte zu einem überraschenden Ergebnis. Ein Agent fand etwas, das wie der Griff einer Pistole aussah. Er wurde zur Analyse an die Abteilung für Schusswaffen und Werkzeugmarken im FBI-Labor in Washington, D.C. geschickt. Beim Vergleich der Proben mit Hunderten von anderen Waffen stellten die Prüfer fest, dass es sich um den Griff einer Raven-Halbautomatik vom Kaliber 25 handelte. Es handelte sich um denselben Waffentyp, den Robert Russell am 2. März, 2 Tage vor dem Verschwinden seiner Frau, in einem Pfandleihhaus erworben hatte. Leider würde die verlockende Entdeckung bei der Strafverfolgung nicht helfen. Die Ermittler fanden keine Fingerabdrücke von Robert auf dem Waffenteil. Für die Staatsanwaltschaft sah es so aus, als hätte der Ex-Marine seine Spuren gut verwischt. Ohne eine Mordwaffe oder eine Leiche wäre es nahezu unmöglich, Robert Russell des Mordes zu überführen.
Nach einer Untersuchung, die sich über 2 Monate, 2 Staaten und Tausende von Arbeitsstunden erstreckte, war das FBI der Verhaftung des Hauptverdächtigen Robert Russell nicht näher gekommen. Für den Mord an seiner Frau sammelten die Agenten eine beträchtliche Menge an Indizienbeweisen. Trotzdem hatte der stellvertretende US-Staatsanwalt Lawrence Leiser nicht genügend Beweise, um Russell für das Verbrechen anzuklagen. Wir hatten keine Leiche. Wir hatten keine Augenzeugen. Wir hatten keine Waffen. Es brauchte einfach eine enorme Menge an Ermittlungsgeschick und Anstrengung, um die Puzzleteile zusammenzusetzen und nach Spuren zu suchen. Es kostete die FBI-Agenten enorm viele Stunden und Energie, die Beweise zu sammeln. Die Behörden hatten nicht einmal genug Beweise, um eine Verhaftung durchzuführen. Die Agenten waren frustriert, ebenso wie die Hunderte von Marines, deren Leben von Captain Shirley Russell berührt worden war. Es war wie der Verlust eines Kindes oder eines lieben Freundes. Es gab nichts, was man dagegen tun konnte. Was mich so sehr frustrierte, war, dass sie so kurz davor war, sich aus ihrer schlechten Ehe zu befreien. Und dann wurde sie umgebracht. Das macht mir bis heute zu schaffen. Es ist einfach eines dieser Dinge, über die man nie ganz hinwegkommt. Es sah so aus, als würde Robert Russell mit einem Mord davonkommen. Aber Russells frühere Indiskretionen sollten ihn wieder einholen. Wir sind vom Naval Investigative Service in Gulfport, Mississippi, kontaktiert worden, dass es dort Beweise gäbe in einem Schließfach, die sie aufbewahrt hatten, als Bob von den Marine Corps entlassen wurde. Sie schickten es uns. Es stellte sich heraus, dass es eine Diskette war. Sie war beschlagnahmt worden, als Russell in Mississippi aus dem Dienst entlassen wurde. 1 Jahr bevor Shirley Russell verschwand. Aus Sicherheitsgründen darf kein vom Dienst entbundener Angehöriger nach seiner Entlassung seine Dokumente einsehen. Einer von Russells ehemaligen Vorgesetzten fand die Diskette und las ihr Inhaltsverzeichnis. Einer der Punkte, die im Menü standen, war das Wort Mord. Er drückte auf das Wort Mord und es erschienen 26 Schritte, sehr detaillierte und ausgeklügelte Schritte darüber, wie Robert Peter Russell den Mord an Captain Shirley Gibbs plante. Russells Plan dokumentierte eindeutig seine Absichten. Die 26 Schritte waren ein sehr aufschlussreiches Beweisstück, denn sie zeigten den Geisteszustand des Mannes, seine Bereitschaft, den Mord an einem anderen Menschen, seiner Frau, auch nur in Erwägung zu ziehen. Schritt 1, Abreise am Donnerstag, dem 18. Januar, nach Paris Island. Nun, wer war auf Paris Island? Shirley Russell. Dann lasse es so aussehen, als wäre sie abgereist. Und dann das Letzte, was er sagt, ist: Schiebe die Schuld auf ihre eigene Art, was sich offensichtlich auf ihre Rasse bezieht. Dies ist ein Mann, der eindeutig die geistigen Voraussetzungen, die Absicht und die Motivation hatte, eine solche Tat zu begehen. Am 8. Februar 1991 überzeugte die Computerdatei die Bundesstaatsanwaltschaft, Anklage gegen Robert Peter Russell zu erheben, wegen des Mordes an seiner Frau, Captain Shirley Gibbs Russell. Ironischerweise wurde Russell in einem Gefängnis verhaftet. Er hatte vor kurzem eine Stelle als Drogenberater in der Graterford State Correctional Institution in Pennsylvania angetreten. Aber die Anklage würde nicht einfach werden. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Lawrence Leiser müsste alle Indizien wie ein Mosaik zusammensetzen. Hoffentlich würden die Geschworenen das Bild eines Mörders erkennen. Der stellvertretende US-Staatsanwalt und Mitankläger Michael Rich würde helfen, den Fall gegen Russell vorzubereiten. Es war klar, dass wir uns auf Indizienbeweise stützen mussten. Eine Menge dieser Indizien waren das Ergebnis dessen, was Bobby Russell gesagt und getan hatte, seit dem Verschwinden seiner Frau
in der späten Nacht. Also war der Plan, all das in eine Art kohärentem Schema zusammenzufügen und zu präsentieren. Niemals zuvor hatte die Bundesregierung versucht, jemanden wegen Mordes ersten Grades anzuklagen, der nur auf Indizienbeweisen beruhte. In der Verhandlung behauptete die Staatsanwaltschaft, dass Robert Russell die Absicht hatte, einen Mord zu begehen, als er am 2. März die halbautomatische Raven Kaliber 25 kaufte. Mehrere seiner Mitarbeiter berichteten, er habe ihnen gesagt, eine Kaliber 25 sei eine perfekte Waffe. Sie hinterließe kaum Spuren. Er sagte, es gäbe praktisch keine Blutspritze. Und die Kugel bleibe normalerweise im Körper stecken. Als Shirley ihm am Samstag, dem 4. März, die Trennungspapiere übergab, weigerte er sich zu unterschreiben. Am Nachmittag dieses Tages schlich sich Robert Russell nach Ansicht der Staatsanwaltschaft zu Shirley in den Schuppen. Er musste bis zum Einbruch der Dunkelheit warten, bevor er die Leiche entfernen konnte. Um sich ein Alibi zu verschaffen, sprach er mit einem Nachbarn und log Shirleys Freund an, dass seine Frau zum Einkaufszentrum gegangen sei, um Farbe zu kaufen. Gegen 16 Uhr ging er zu Sandy Flynns Haus und lieh sich ihren Kombi. Nach Einbruch der Dunkelheit wickelte er Shirleys Leiche in eine Plane und legte sie auf den Rücksitz des Wagens. Seine Nachbarn sahen, wie er rückwärts an den Schuppen heranfuhr. Dann fuhr er 4 Stunden nach St. Clair, Pennsylvania, mit der Leiche auf dem Rücksitz des Autos. Wusste er genau, wohin er fahren musste. Es gab hunderte von stillgelegten Minen, aus denen er wählen konnte. Dann warf Robert Russell, der einst geschworen hatte, als Mitglied des Marine Corps die Ehre zu wahren, die Leiche seiner Frau in einen Minenschacht. Mit hinein, um die Beweise unter tausenden Pfund Gestein zu begraben. Die Geschworenen waren überzeugt. Am 3. Mai 91 wurde Robert Peter Russell für den Mord an seiner Frau Shirley Gibbs Russell verurteilt. Robert Russell bekam lebenslänglich. Im Bundessystem gab es keine Bewährung. Er würde das Gefängnis nie wieder lebend verlassen. Ihr Leben für immer verändern. Am 1. Oktober warteten Polly Klass und Gillian Pelham vor Pollys Haus in Petaluma, Kalifornien, auf eine andere Freundin.
Es ist etwa 8.30 Uhr, als Kate McLean und ihre Mutter auftauchten. Die drei Mädchen waren bereit, sich zu amüsieren. Es war Freitagabend. Im Kühlschrank war Eiscreme und sie wollten die ganze Nacht aufbleiben. Das sollte eine Party werden. Niemand ahnte etwas von der Gefahr, die ganz in der Nähe lauerte. Die Mädchen blieben in Pollys Zimmer, aber sie konnten den Lärm nicht so leicht unterdrücken. Gegen 9.45 Uhr schaute Pollys Mutter, Eve Nickel, bei den Mädchen vorbei und bat sie, leiser zu sein. Sie litt unter Migräne und wollte sich früher hinlegen. Eves Schlafzimmer lag genau gegenüber von den Mädchen. Obwohl sie sie wegen des Lärms ermahnt hatte, war sie sich ziemlich sicher, dass es nur ein paar Minuten dauern würde, bis die Zwölfjährigen wieder laut werden würden. Vor dem Schlafengehen nahm Eve ihre verschreibungspflichtigen Tabletten, um alle Ablenkungen auszublenden und schnell einzuschlafen. Die Party ging noch fast eine Stunde weiter, bevor der Albtraum begann. Es war etwa 10.30 Uhr, als der Eindringling den Raum betrat. Zuerst dachten Kate und Jillian, es sei ein Scherz. Dann sahen sie das Messer. Er sagte ihnen, wenn sie schreien würden, würde er ihnen die Kehle durchschneiden. Sofort fesselte er sie und begann, Fragen zu stellen. Er wollte wissen, welches Mädchen dort wohnte und wer noch im Haus war. Polly meldete sich zu Wort. Die Mädchen waren ängstlich und weinten. Er versicherte ihnen, dass er niemandem etwas antun würde und nur wegen des Geldes dort sei. Doch als Polly ihm sagte, wo in einer Schmuckschatulle etwas Bargeld versteckt war, versuchte er nicht, es zu finden. Er knebelte die Mädchen und nahm die Hüllen von einigen Kissen ab. Er zwang Polly aufzustehen und befahl den anderen, bis 1000 zu zählen. Als sie fertig waren, sagte er, dass sie zurückkommen würde. Dann nahm er Polly Klaas mit und verschwand in der Nacht. Die Polizei von Petaluma wurde zum Tatort gerufen, nachdem es den Mädchen gelungen war, sich zu befreien und Pollys Mutter zu wecken. Sie waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Die Ermittler betraten Pollys Zimmer und durchsuchten es. Das Zimmer war völlig verwüstet und zeugte von den Ereignissen, die nur wenige Minuten zuvor stattgefunden hatten. Auf dem Boden lagen die zerschnittenen Stoffstreifen, mit denen die Mädchen gefesselt waren. Die Schnüre des Nintendo-Spiels waren durchgeschnitten worden. Ein Riemen, der von einer Handtasche abgetrennt war, lag auf dem Boden. Kopfkissenbezüge lagen verstreut herum. Was der Polizeibeamte Mike Mese aus Petaluma sah, war nicht gerade ermutigend. Ich erinnere mich, wie ich an der Tür zu Pollys Zimmer stand und die wenigen Tüten mit Beweismaterial betrachtete, die wir hatten sammeln können. Ich dachte, dass das eine erbärmliche Menge war. Ich schaute auf den Teppich und sprach mit meinem Partner, Larry Pelton, und sagte, lass uns den Teppich auch mitnehmen. Er fragte, warum? Und ich sagte, ich weiß nicht warum, aber lass uns den Teppich mitnehmen. Wir haben einfach nicht genug Beweise. Die Polizei brauchte dringend Hilfe. Glücklicherweise war die Hilfe unterwegs. Nachdem die Familie der Klasse Kontakt aufgenommen hatte, bot das Federal Bureau of Investigation sein Fachwissen an. Kurz nach Mitternacht erschien das FBI im Haus von Polly Klaas. Normalerweise befasst sich das FBI mit Entführungen und mit 800 Entführungen pro Jahr hat es viel Erfahrung.
Da er mit der Gemeinde vertraut war und Erfahrung mit Entführungsfällen hatte, übernahm Special Agent Ed Fryer die Leitung der Ermittlungen. Aber er wusste, dass etwas an diesem Fall anders war. Ich hatte alle Anzeichen für eine Entführung durch Unbekannte, denn die Aussagen der beiden Mädchen stimmten überein. Fälle von Entführungen durch Fremde sind meiner Erfahrung nach am schwierigsten zu lösen, weil es auch hier keine Verbindung zwischen dem Täter und dem Opfer oder der Familie des Opfers oder jemandem, der mit dem Opfer in Verbindung steht, gibt. Es ist eine zufällige Handlung. Überraschenderweise sind an den meisten Entführungen verärgerte Familienmitglieder beteiligt. Und obwohl die Eltern von Polly getrennt waren, wurde ihr Vater, Mark Klass, sofort von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Entführungen durch völlig Fremde sind äußerst selten und bieten den Ermittlern wenig Anhaltspunkte. In diesem Fall gab es jedoch Zeugen. Ein Phantombildzeichner des San Rafael Police Department wurde hinzugezogen. 2 Stunden lang versuchten Jillian und Kate, sich an das Gesicht des Mannes zu erinnern, der in das Schlafzimmer eingedrungen war. Die Mädchen waren immer noch sehr aufgeregt, aber sie konnten dem Zeichner eine gute Beschreibung geben. Die Behörden hatten nun eine erste Vorstellung davon, wie der Fremde aussah. Nach 4 Uhr morgens wurden die Mädchen auf die Polizeiwache gebracht. Und das FBI schaltete eine seiner Spezialeinheiten ein. Das Beweissicherungsteam. Tony Maxwell leitet das Team. Bei der Untersuchung von Fällen in den Vereinigten Staaten haben wir festgestellt, dass ein entführtes Kind, vor allem ein Kleinkind, in der Regel innerhalb der ersten 24 Stunden zu Schaden kommt und wahrscheinlich innerhalb der ersten paar Tage sogar getötet werden könnte, sodass Zeit ein entscheidender Faktor ist. Bei dieser Art von Arbeit muss der Ermittler schnell handeln. Das Spurensicherungsteam hat die Aufgabe, an einem großen Tatort forensische Ressourcen bereitzustellen. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, Beweise zu sammeln. Und dafür verwenden sie die modernste Ausrüstung, die es gibt. Eine elektrostatische Staubdruckmaschine sammelt winzige Haare und Fasern vom Boden auf, wenn eine positive Ladung über eine Mylarfolie geleitet wird. Alle losen Verunreinigungen bleiben auf dem Mylar haften und werden zur sorgfältigen Untersuchung an ein Labor geschickt. Obwohl die Polizei bereits nach Fingerabdrücken gesucht hatte, fand sie nichts besonders Vielversprechendes. Aber sie hatten nicht dieselbe Ausrüstung wie das FBI zur Verfügung. Bei der alternativen Lichtquelle wurde ein neuartiges fluoreszierendes Pulver verwendet. Mit ultraviolettem Licht und einer bernsteinfarbenen Schutzbrille konnte man verborgene Dinge beleuchten. Das Team fand 4 Dutzend Fingerabdrücke, die die Polizei mit herkömmlichen Geräten nicht sehen konnte. Aber selbst diese waren unbrauchbar. Sie wurden der Familie und Freunden zugeordnet. Nach stundenlanger akribischer Suche tauchte schließlich etwas auf. Ein Handflächenabdruck, der anfangs wie das erste echte forensische Beweisstück aussah, das am Tatort zurückgelassen wurde. Dieser Handabdruck wurde auf dem Bett gefunden, auf einem Querbalken des Bettes, wo er anscheinend seine Hand für eine Sekunde hochhielt, um sich darauf abzustützen, vielleicht während er nach etwas griff. Mit der alternativen Lichtquelle und den fluoreszierenden Fingerabdrücken, die wir gemacht haben, waren wir in der Lage, ihn zu sehen und ihn dann für das Labor zu sammeln. Zu dieser Zeit enthielt die Fingerabdruckdatenbank des FBI, AFES, keine Handabdrücke, nur Fingerabdrücke. Aber auch mit einem Handabdruck lässt sich ein Verdächtiger nicht überführen. Er identifiziert ihn erst, wenn er gefasst ist. FBI-Spezialagent Mark Merschen erklärt: Die Leute denken oft, dass man mit einem Fingerabdruck oder einem Handabdruck schnell die Identität eines Verbrechers feststellen kann.
In Wahrheit muss man in den meisten Fällen einen Verdächtigen identifizieren und dessen Fingerabdrücke haben, um sie mit einem latenten Fingerabdruck vergleichen zu können. Die Jagd nach dem Verdächtigen veranlasste die Behörden, Pollys Nachbarschaft Zentimeter für Zentimeter abzusuchen. Bis zum Morgengrauen hatten mehr als 100 Agenten und Beamte eine 24-stündige Suche nach Polly und ihrem Entführer begonnen. Hubschrauber und Spürhunde wurden eingesetzt und die örtlichen Behörden und das FBI gaben eine Fahndungsmeldung heraus. Systematisch durchsuchten die Behörden jedes Haus in der Nachbarschaft. Agenten gingen in Pollys Schule, um mit Lehrern und Schülern zu sprechen, in der Hoffnung, dass jemand nützliche Informationen haben könnte. Die Ermittler gingen paarweise durch die Nachbarschaft und fragten, ob jemand in dieser Nacht etwas Verdächtiges gesehen hatte. Einer nach dem anderen befragten sie alle Nachbarn von Polly. Mehrere Leute erinnerten sich daran, einen Fremden in der Nachbarschaft gesehen zu haben, auf den die Beschreibung der Mädchen passte. Thomas George und seine Freunde waren an diesem Abend gegen 9 Uhr auf dem Weg zur Videothek, als er einen Fremden bemerkte, der im Schatten vor Pollys Haus stand. Thomas kannte jeden in seiner Nachbarschaft, aber diesen Mann hatte er noch nie gesehen. Als die Jungen einige Minuten später nach Hause zurückkehrten, sahen sie, dass der Fremde immer noch da war. Die Beschreibung, die Thomas den Behörden gab, passte auf den Verdächtigen, den sie suchten. Sean Bush spielte Videospiele mit einigen Freunden, die in einem kleinen Mietshaus direkt hinter Pollys Haus wohnten. Es war etwa 10.30 Uhr, als Sean zufällig einen Blick aus dem Fenster warf. Er war überrascht, einen fremden Mann auf der Veranda von Pollys Haus zu sehen. Er schien auf die Hintertür zuzugehen. Seine Beschreibung des Mannes passte auch auf die des Verdächtigen. Es gab noch weitere Personen, die den verdächtigen Mann in dieser Nacht sahen, aber leider alarmierte niemand von ihnen die Behörden. Wie der Polizeichef von Petaluma, Patrick Parks, erklärt, arbeitete die Zeit gegen sie. In Fällen der Entführung von Kleinkindern durch Fremde gibt es keinen kritischeren Faktor als Zeit. Zeit ist das A und O. Und aus diesem Grund müssen Sie so viele Ressourcen wie möglich mobilisieren. Sie müssen die Nachricht so weit und so breit wie möglich verbreiten. Sie müssen so viele Agenturen wie möglich einbeziehen. Sorgen Sie dafür, dass sie sich konzentrieren. Sie müssen ihre Bemühungen kanalisieren und hoffentlich eine erfolgreiche Lösung herbeiführen. Während die Beamten weiterhin die Nachbarschaft durchkämmten, begannen die Ermittler des FBI mit der Standardprozedur in Fällen wie diesem. Nachdem sie Familie und Freunde als Verdächtige ausgeschlossen hatten, konzentrierten sie sich auf ehemalige Sträflinge, die in ganz Sonoma County als Sexualstraftäter registriert waren. Nach und nach weiteten sie ihre Ermittlungen auf die umliegenden Bezirke aus und befragten jeden registrierten Straftäter sorgfältig. Aber nichts kam dabei heraus. Es ist unglaublich, dass dies überhaupt passiert ist. Drei Mädchen machen eine Pyjama-Party. Sie spielen Spiele in ihrem Schlafzimmer, in ihrem Haus, in einer typischen Gemeinde, in einer typischen Stadt. Und jemand kann in ihr Haus kommen, in die Heiligkeit ihres Hauses, in die Sicherheit ihres Hauses und ihre Tochter mitnehmen. Die Angst vor dem Fremden ist, wenn sie nicht unmöglich ist, unvorstellbar. Am nächsten Tag hatte sich die Suche nach Polly Klaas zur größten Fahndung des Landes ausgeweitet. Zur Unterstützung der Behörden wurde ein riesiges Netzwerk von Freiwilligen aus der Gemeinde gebildet. Während Hunderte von Bürgern suchten, verteilten andere Flugblätter und versuchten, die ganze Stadt so schnell wie möglich abzudecken.
Im Spurenlabor des FBI in Washington, D.C. begutachtete der forensische Experte Chris Allen sorgfältig die Gegenstände, die in Pollys Haus gefunden wurden. Als ich die Fesseln, die dünnen Nylonstreifen, mit denen Pollys Freundinnen gefesselt waren, löste, bemerkte ich, dass sie gezackte Kanten aufwiesen. Ich konnte sie perfekt ausrichten, sodass ich feststellen konnte, dass sie alle ursprünglich von einem Stück Stoff stammten. Es war ein Stück Stoff wie ein Frauennachthemd oder ein Slip. Andere Beweisstücke, die in Pollys Zimmer gefunden wurden, waren nicht so leicht zuzuordnen. Winzige Fasern, die mit dem elektrostatischen Staubabdruckgerät gesammelt wurden, erwiesen sich als eine Herausforderung bei der Identifizierung. Nach sorgfältiger Untersuchung und Vergleich kam Allen zu dem Schluss, dass sie aus dem Teppichboden eines Autos stammten. Nach Ausschluss der Autos, die in Pollys Haus gefunden wurden, vermutete Allen, dass diese Teppichfasern höchstwahrscheinlich aus dem Auto des Entführers stammten. Ein weiterer Gegenstand, den Allen fand, war ein wenig persönlicher als der Verdächtige. Ich fand beim Staubsaugen des Teppichs in Pollys Schlafzimmer, auf dem sie mit ihren Freundinnen spielte, ein dunkelbraunes, gewaltsam entferntes Kopfhaar. Ich sage gewaltsam entfernt, weil es ein 3 oder 4 Millimeter langes Wurzelblatt hatte, eigentlich Hautmaterial, das aus der Kopfhaut kommt, wenn das Haar gewaltsam herausgezogen oder gerissen wird. Wenn Polly dem Verdächtigen ein Haar aus dem Kopf gezogen hatte, war es offensichtlich, dass sie nicht kampflos ging. Aber selbst ein Haar mit DNA-Spuren konnte die Ermittler nicht näher an den Verdächtigen heranbringen. Der Handabdruck, der vom Bettpfosten genommen wurde, wurde an Michael J. Smith, einen Fingerabdruckspezialisten des FBI, geschickt. Bei der Untersuchung des Abdrucks unter Laserlicht stellte Smith fest, dass der Abdruck genügend Rippendetails aufwies, um ihn zu fotografieren. Doch das vom Laser ausgestrahlte Licht färbte den Abdruck orange und Smith musste einen schwarzen Abdruck auf weißem Hintergrund aufnehmen. Er wies den Fotografen an, die Farbe umzukehren, damit der fertige Abdruck so aussah wie auf einer Fingerabdruckkarte. Nun war der Abdruck unauslöschlich und konnte gespeichert werden, bis ein Verdächtiger festgenommen wurde. Die Ermittler hatten einige handfeste Beweise gefunden, aber das war nicht genug. Die Zeit lief ab und Polly Klass war immer noch irgendwo da draußen. Achtundvierzig Stunden nach der Entführung von Polly Klass erhielt ihr Vater, Mark, einen Anruf. Er klang wie Polly. Sie erzählte ihrem Vater, dass sie irgendwo in einem Hotelzimmer sei und dass ihr Entführer für einen Moment weggegangen sei. Dann war die Leitung tot. Das war der erste Hoffnungsschimmer. Aber da Marks Anschluss nicht für eine Rückverfolgung eingerichtet war, konnten die Behörden leider nur auf einen weiteren Anruf warten. Die Nachricht von der Entführung verbreitete sich schnell. In 2 Tagen waren 50.000 Flugblätter verteilt worden. Freiwillige aus der Gemeinde organisierten schnell eine Suchzentrale, die mit der Polizei und dem FBI zusammenarbeitete. Es war ein beispielloser Einsatz von der Basis aus. Eine Telefonbank war rund um die Uhr besetzt, um Anrufe und Hinweise entgegenzunehmen. Das FBI und die Polizei von Petaluma erhielten eine Kopie von jedem Hinweis, der telefonisch einging. Schon bald hatte das Suchzentrum 60.000 Anrufe geprüft. Davon waren die Behörden gezwungen, über 12.000 Hinweisen nachzugehen. Die Verarbeitung dieser Datenmenge wäre ohne die Hilfe eines FBI-Computerprozessors praktisch unmöglich gewesen. Das FBI verfügte über das Rapid Start Team. Es handelte sich dabei um ein relativ neues Konzept des FBI, bei dem wir bei einer Untersuchung mit einer großen Menge an Informationen diese in den Computer einspeisen. Dann wird im Wesentlichen der Wert der Ermittlungsspuren eingestuft, Zuweisungen werden vorgenommen und die Fortschritte verfolgt.
Selbst bei so vielen Hinweisen gab es einen, dem die Ermittler unbedingt nachgehen wollten. Als Mark Klaas den ersten Anruf erhielt, war das FBI machtlos, etwas dagegen zu unternehmen. Als sie das zweite Mal anrief, waren sie bereit. Wie beim ersten Mal klang es wie Polly und sie konnte nur kurz sprechen, bevor sie auflegen musste. Aber es war lange genug für die Behörden, um den Anruf zurückzuverfolgen. Das FBI hatte den Anruf zu einem 30 Meilen entfernten Haus zurückverfolgt. Die Zeit war zu knapp, um viele Agenten hinzuschicken. Der Job würde von einigen wenigen erledigt werden müssen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Dies war ein ganz normales Familienhaus. Es gab kein Zeichen von Polly oder ihrem Entführer. Eine schreckliche Erkenntnis dämmerte den Agenten. Als sie sich mit einem der Mädchen im Haus zusammensetzten, gestand sie, dass sie die Anrufe getätigt hatte. Sie gab zu, dass Freunde aus der Schule sie aufgefordert hatten, anzurufen und sich als Polly auszugeben. Der ganze Vorfall war ein grausamer Scherz gewesen. Dies war der einzige Hinweis, den wir nach einer Woche hatten, dass Polly noch am Leben sein könnte. Und wir alle waren zuversichtlich und hofften, dass dies eine Lösung und ihre sichere Genesung bringen würde. Das war natürlich nicht der Fall. Mitte Oktober wurden Kate und Jillian vorgeladen, um eine weitere Beschreibung des Mannes abzugeben, der sie gefesselt hatte. Eine hoch angesehene Gerichtsmedizinerin wurde eingeflogen, um ein zweites Phantombild anzufertigen. Die Künstlerin war dafür bekannt, dass sie Zeugen so weit beruhigen konnte, dass sie eine genaue Beschreibung abgeben konnten. Die Mädchen waren weniger gestresst als in der Nacht zuvor und konnten der Künstlerin mehr Informationen geben, mit denen sie arbeiten konnte. Die zweite Skizze war viel präziser. Diese Skizze sah wie eine Person aus. Es wurden sofort neue Flugblätter verteilt. Es gab keine Zeit zu verlieren. Aber wenn man sich die echten Entführungen durch Fremde ansieht, gibt es diese Drittelregel. Von den entführten Kindern wird in der Regel ein Drittel lebend geborgen, ein Drittel wird tot geborgen und von einem Drittel hat man einfach nie wieder etwas gehört. Das war es, womit wir bei dieser speziellen Untersuchung konfrontiert waren, und ich denke, das war eine unserer Motivationen, die Bemühungen aufrechtzuerhalten. Nachdem eine Belohnung für Pollys Rückkehr ausgesetzt worden war, erhielten die Behörden einen Anruf, in dem ein Lösegeld von $10,000 gefordert wurde. Sie verfolgten den Anruf zu einem Wohnhaus in Petaluma. Diesmal rückte ein SWAT-Team mit einem Großaufgebot an. Sie wollten kein Risiko eingehen. Wieder einmal waren die Behörden und die Familie getäuscht worden. Der 20-jährige James Hurt wurde wegen versuchter Erpressung und Vortäuschung einer Entführung verhaftet. Das war ein harter Schlag für alle. Es wurde sehr frustrierend. Es lenkte zwar von den eigentlichen Ermittlungen ab, aber man musste damit fertig werden. Man konnte diese Dinge nicht ignorieren. Es hat sicherlich viel Zeit und Ressourcen verschlungen. Die Familie war besonders entmutigt worden. Ein Brief, den Pollys Eltern an den Entführer schrieben, wurde im San Francisco Examiner vom 17. Oktober veröffentlicht. Wer immer Sie sind, wo immer Sie sind, bitte bringen Sie Polly zu Ihrer Familie zurück. Sie gehört hierher. Wir vermissen Polly so sehr. Wir vermissen das Glitzern in Ihren Augen und Ihren süßen Humor.
Wir sehnen uns danach, ihr schönes Lächeln zu sehen und ihre sanfte Stimme zu hören. Sie haben auch Polly angesprochen. Liebling, wenn du dies lesen kannst, dann wisse bitte, dass deine Mami und dein Papi dich so sehr lieben. Und wir werden weiter nach dir suchen, bis wir dich wieder sicher in unseren liebevollen Armen halten können. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Ich hatte also zahlreiche Kontakte mit Mark Klaas, mit Eve, mit Mitgliedern der Familie. Und diese Frage wurde mir oft gestellt. Und meine Antwort war nein. My response was no. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir werden sie nicht verlieren. Überall im Land wollten die Menschen, dass Polly nach Hause kommt. Transparente wurden aufgehängt und die Amerikaner begannen eine Mahnwache bei Kerzenlicht. Tausende trugen lavendelfarbene Bänder, Pollys Lieblingsfarbe, um ihre Unterstützung bei der Suche zu zeigen. Wir suchten am Tag und in der Nacht. Wir waren rund um die Uhr im Einsatz. Wir haben an sonnigen Tagen, an nebligen Tagen, an regnerischen Tagen und in regnerischen Nächten gesucht. Wann immer wir Informationen erhielten, reagierten wir darauf, denn in einem Fall wie diesem sind physische Beweise entscheidend. Die Suche wurde nie unterbrochen. Die Marine und Such- und Rettungsexperten schlossen sich den Tausenden von Freiwilligen an, die ständig auf der Suche waren. Polizei und freiwillige Einsatzkräfte arbeiteten unermüdlich. Aber es sollte noch fast 2 Monate dauern, bis sich etwas tat. November 28, 1993. 2 Monate nach der Entführung von Polly Klaas erhielten die Behörden ihre erste richtige Spur. In Sonoma County wurde ein Deputy des Sheriffs zum Haus von Dana Jaffe gerufen. Es lag am Ende einer langen, kurvenreichen Auffahrt an der Puthian Road. Dana hatte ihr Grundstück inspiziert, als ihr etwas Ungewöhnliches auffiel und sie dachte, es könnte den Ermittlern von Nutzen sein. Sie führte den Deputy durch ein dicht bewaldetes Gebiet zu einer Lichtung, die nur wenige Meter von der langen, gewundenen Zufahrt zu ihrem Haus entfernt war. Verstreut im Wald lagen ein paar Gegenstände, die irgendwie verdächtig wirkten. Da war ein großes Stück Seidenstoff, das zu einer Art Kapuze geformt worden war. Ein paar Streifen Packband lagen auf dem Boden. Eine Strumpfhose eines jungen Mädchens war zu einem Knoten verknotet worden und menschliches Haar hatte sich in dem Knoten verfangen. Weitere Trümmerteile umgaben den Bereich. Dann erinnerte sich Dana an die Nacht, in der sie einen Eindringling auf ihrem Grundstück unweit der Stelle, an der sie standen, erwischt hatte. Das war fast 2 Monate her. Es begann damit, dass Danas Babysitterin, Shannon Lynch, Danas Haus verlassen hatte und auf dem Rückweg die lange Einfahrt hinunterging. In der Mitte der privaten Auffahrt lief ein Mann entlang. Sein gestrandeter Schecke stand an der Seite. Er sagte, er stecke fest und bestand darauf, dass sie aus ihrem Auto ausstieg und ihm half. Er wollte auch wissen, was es mit der Auffahrt auf sich hatte. Aber Shannon spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Später beschrieb sie, dass er wie ein wilder Mann aussah. Sie fuhr weiter und ließ ihn dort zurück, entschlossen, ein Telefon zu finden. Etwa 2 Meilen weiter fand Shannon eine Telefonzelle und beeilte sich, ihren Freund anzurufen. Sie wollte Dana unbedingt erreichen und sie vor dem unheimlichen Mann warnen, der ihr Land betreten hatte. Dana verschwendete keine Zeit. Sie schnappte sich ihre Tochter und einen Baseballschläger und rannte den Hügel hinunter. Sie sah das Auto, wie Shannon gesagt hatte, aber der fremde Mann war nirgends zu sehen. Sie fuhr weiter hinunter in die Stadt und rief die Polizei. Ein paar Minuten nach Mitternacht tauchten 2 Beamte des Sonoma County Sheriffs auf.
Dana erklärte, dass sie den Eindringling nicht wegen Hausfriedensbruchs verhaften wollte. Sie wollte ihn nur von ihrem Grundstück weghaben. Die Hilfs-Sheriffs fanden den Eindringling etwas aufgeregt vor. Sein Atem roch nach Alkohol und er schwitzte stark. In seinen Haaren befanden sich Laub- und Reisigreste, als ob er sich auf dem Boden gewälzt hätte. Er erzählte, er sei auf Besichtigungstour gewesen, als er bemerkte, dass er sich auf einem Privatgrundstück befand. Als er versuchte, umzukehren, blieb er mit seinem Auto an der Seite der Einfahrt hängen. Er sagte, er sei unter dem Auto gewesen und habe versucht, es zu befreien, aber die Polizisten glaubten ihm nicht. So wie sein Auto eingeklemmt war, gab es nicht genug Platz für eine Person, um darunter zu kommen. Die Beamten führten am Straßenrand einige Nüchternheitstests durch, die er alle bestand. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie einige Dosen Bier in einer Plastiktüte und einen kleinen Seesack auf dem Rücksitz. Dann fragte er ihn, ob er getrunken habe, und er begann tatsächlich, eine Dose zu öffnen und sie zu trinken. Sie zwangen ihn sofort, es auszugießen, und sagten ihm dann, sie wollten ihn abtasten. Er wurde extrem aufgebracht. Um ihn zum Einlenken zu bewegen, sagten ihm die Polizisten, dass sie das Recht hätten, ihn wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen. Nachdem er dies gehört hatte, beruhigte er sich erheblich. Sie durchsuchten ihn sorgfältig und befragten ihn weiter, konnten aber nichts Belastendes finden. Er war einfach seltsam. Die Polizisten blieben misstrauisch, aber sein Führerschein war in Ordnung. Sein Führungszeugnis war sauber und er hatte die Nüchternheitstests bestanden. Sie hatten ihn bereits 45 Minuten festgehalten und sie hatten keine rechtliche Handhabe, ihn weiter festzuhalten. Es blieb nichts anderes übrig, als sein Auto herauszuziehen und ihn auf seinen Weg zu schicken. Das war vor 2 Monaten gewesen, in derselben Nacht, in der Poli Klaas entführt worden war. Eine Kapuze, Fesseln, eine Strumpfhose für ein junges Mädchen. Das war zu viel des Zufalls. Der Hilfs-Sheriff setzte alles zusammen und rief schnell die Polizei von Petaluma an. Innerhalb einer Stunde trafen Detective Mike Meese und Agent Ed Fryer ein, um den Fall zu überprüfen. Ich werde diese Szene nie vergessen. Es war damals spät in der Nacht. Zu diesem Zeitpunkt standen Mike Meese und ich oben auf dem Hügel Pythian an der Straße. Und es begann ein wenig dunstig und neblig zu werden. Und es begann zu regnen. Und wir sahen uns an und wir wussten in unseren Herzen, dass wir im Grunde genommen einen sehr kritischen Tatort aufgedeckt hatten, dass dies uns zur Lösung dieses Falles führen würde. Nachdem die Beweise gesammelt worden waren, begannen die Ermittler sofort damit, die Pythian Road nach Spuren von Polly abzusuchen. Wir haben den Berg tagelang mit über 300 Freiwilligen abgesucht. Ich glaube, wir hatten 25 bis 30 Suchhunde im Einsatz und suchten ausgiebig am Boden nach Polly. Wir glaubten, dass sie noch am Leben war. Als die Suche begann, geriet alles außer Kontrolle. Die Behörden kontaktierten die Polizei von Sonoma County wegen des Vorfalls auf Dana Jaffes Grundstück, um den vollständigen Bericht zu erhalten. Der Mann, den die Polizisten befragt hatten, war Richard Allen Davis. Die Einsicht in sein Strafregister ergab, dass er vor kurzem nach einer 8-jährigen Haftstrafe wegen Entführung auf Bewährung entlassen worden war. Was wir zunächst über Davis erfuhren, war, dass er 1976 wegen Raubes, Entführung und Körperverletzung mit Vergewaltigungsabsicht verhaftet worden war. Ja, wir haben erfahren, dass er im Verhandlungsjahr wegen einer weiteren Entführung verhaftet wurde. Ebenfalls wegen mehrerer Fälle von Körperverletzungen mit einer tödlichen Waffe. Im Jahr des Falles war er wegen einer Entführung, eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe und des Einsatzes einer Schusswaffe bei einem bewaffneten Raubüberfall verhaftet worden. Wenn man diese Berichte liest, wird einem klar, dass dieser Typ ein schlechter Schauspieler ist. Diese Person ist sicherlich mehr als fähig, in ein solches Verbrechen wie bei Polly verwickelt zu sein. Das in den Akten befindliche Verhaftungsfoto passte auf die Beschreibung des Mädchens. Seine Mutter lebte in Petaluma, sodass er dort gewesen sein könnte.
Die Puzzleteile fügten sich zusammen. Die in der Nähe der Pythian Road gefundenen Gegenstände wurden sofort zum Gerichtsmediziner Chris Allen nach Washington geflogen. Von größtem Interesse war ein Stoffstreifen, der im Wald gefunden wurde. Allen konnte schnell bestätigen, was die Ermittler vermutet hatten. Sie versuchen festzustellen, ob die Schnittkanten übereinstimmen oder nicht. Die mittleren Streifen stellen den Stoff dar, der in Pollys Schlafzimmer gefunden wurde und der zum Fesseln von Pollys Freundinnen verwendet wurde. Bei der zweiten Einsendung erhielten wir den Stoff, der dann von dort in der Pythian Road gefunden wurde. Sie passen alle zusammen wie ein Puzzle, bei dem die Ränder und die Stoffstücke aneinander passen. Die Streifen bedeuteten, dass Polly Klass nach ihrer Entführung höchstwahrscheinlich bei Dana Jaffe gewesen war. Zweifellos war auch Richard Allen Davis dort gewesen. Obwohl es nicht ausreichte, um Davis wegen Entführung zu verhaften, waren die Ermittler der Meinung, dass sie ihn in Gewahrsam nehmen könnten, um schnell Beweise zu sammeln und ihn mit Pollys Verschwinden in Verbindung zu bringen. Alles andere fiel weg. Wir konzentrierten uns auf das Handfeste, was wir mit Davis hatten, das, was da draußen in der Pythian Road passiert ist, und darauf, was wir als nächstes tun wollten. Als die Ermittler herausfanden, dass gegen Davis ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen und Trunkenheit am Steuer vorlag, beschlossen sie, ihn festzunehmen. Aber er war nicht zu Hause, als sie ankamen. Dann hielt ein Hilfs-Sheriff, der das Gebiet absicherte, einen Lieferwagen an. Am Steuer saß Richard Allen Davis. Als der Hilfs-Sheriff erkannte, wen er vor sich hatte, meldete er sich ruhig bei den Ermittlern im Haus. Ist das ein Problem, Officer? Nein, Sir. Just sit tight, okay? Die Beamten meldeten sich am Tatort und Detective Meese näherte sich dem Wagen und forderte Davis auf, auszusteigen. Er teilte ihm mit, dass er wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen verhaftet wurde. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wie Richard Allen Davis verhaftet wurde. Da es sich um ein unauffälliges Ereignis handelte und Mike Meese ihm die Handschellen anlegte, tat er dies auf sehr professionelle Weise. Er baute eine Beziehung zu Richard Allen Davis auf, die später sehr nützlich war, um den Fall zu lösen. Es war 2 Monate her, dass Kate und Jillian den Mann gesehen hatten, der Polly Klass entführt hatte. Aber sie hatten keine Probleme, ihn bei einer Gegenüberstellung wieder zu erkennen. Auch ohne Bart war sein Gesicht für sie unvergesslich. Obwohl er wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen verhaftet worden war, wurde Davis zu der Entführung befragt. Er leugnete vehement jede Beteiligung. Aber die Behörden ließen Davis wissen, dass die Tür offen sei, wenn er reden wolle. Also nahm ich Davis mit in den Flur und sagte ihm, hey, hören Sie, was Sie wissen müssen, ist, dass wir alle physischen Beweise haben, die wir für diesen Fall brauchen. Wenn Sie also darüber reden wollen, müssen Sie es mich wissen lassen. Doch er gab eine unverbindliche Antwort. Er wollte nicht reden. Ich weiß noch, dass ich in meinen Taschen nach einer Visitenkarte suchte, aber ich hatte keine dabei. Ich sagte also, ich werde meinen Namen und meine Nummer bei den Jungs hinterlassen, also bei den Strafvollzugsbeamten. Und wenn Sie jemals darüber reden wollen, rufen Sie mich an. Im FBI-Labor für Fingerabdrücke verglich Mike Smith den in Pollys Schlafzimmer gefundenen Handabdruck mit einem, der Davis seit seiner Verhaftung abgenommen worden war. Dies war ein entscheidendes Beweisstück. Eine Übereinstimmung der beiden Abdrücke würde Davis zweifelsfrei mit der Entführung in Verbindung bringen. Nach sorgfältiger Prüfung wurden die Ergebnisse an Agent Fryer weitergeleitet. Ich habe gerade einen Anruf vom FBI-Labor erhalten. Sie glichen Davis' Handabdruck mit einem Handabdruck aus Pollys Schlafzimmer ab. Es war wieder einer dieser Momente, in denen ich
mit Schmetterlingen im Bauch erkannte, dass es sich hier um einen wirklich sehr aussagekräftigen Beweis handelt. Ich legte den Hörer auf. Wieder gab es eine Menge Lärm und Aufregung im Kommandoposten. Ich bin aufgestanden und habe alle gefragt, kann ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Kann ich für einen Moment Ruhe haben? Ich sagte, wir haben gerade die Bestätigung von unserem Labor bekommen, dass der Handabdruck aus dem Schlafzimmer mit Davis übereinstimmt. Wir können ihn mit dem Schlafzimmer in Verbindung bringen. Es gab einen riesigen Jubel von allen. Die Papiere flogen. Es war eine großartige Nachricht für alle. Das war's. Es ist konkret. Er war in ihrem Schlafzimmer und wir können es beweisen. Wir hatten ihn festgenagelt. Obwohl die Nachricht über den übereinstimmenden Abdruck an die Öffentlichkeit gelangte, wurde Davis in Isolationshaft gehalten und hatte nichts davon gehört. Eines Tages kam ein Freund von ihm zu Besuch. Er drängte Davis, mit den Behörden zu sprechen und ihnen zu sagen, wo Polly war. Doch Davis leugnete weiterhin jede Verantwortung. Dann teilte ihm sein Freund die Nachricht mit, die der Rest der Nation bereits gehört hatte. Sie kam völlig überraschend. Davis wurde klar, dass es unmöglich sein würde, zu erklären, wie sein Handabdruck in Pollys Schlafzimmer gelangt war. Es gab nur eines, was er tun konnte. Davis war der Meinung, dass er jetzt etwas tun muss, und zwar versuchen, einen Deal mit den Behörden zu machen. Denn wir wussten, dass er in Pollys Schlafzimmer war. Wir konnten es beweisen. Auf dem Weg zur Großfahndung nach Polly in der Nähe der Pythian Road wurde Detective Mays angepiept, um das Gefängnis anzurufen. Das war der Moment, auf den alle gewartet hatten. Mase war besorgt darüber, was er herausfinden könnte. Nach dieser Wartezeit kam Davis ans Telefon und ich erkannte die Stimme. Ja, ich weiß also, dass er es ist. Und er sagt, hey, ich habe Mist gebaut, ich habe echt großen Mist gebaut. Detective Meese und Special Agent Larry Taylor trafen sich mit Davis im Vernehmungsraum, wo Davis die Einzelheiten der Nacht des 1. Oktober erzählte. Obwohl er in einer Art Resozialisierungszentrum lebte, hatte er eine Übernachtungserlaubnis beantragt, um seine Mutter in Petaluma zu besuchen. Da er ihr Haus nicht finden konnte, trank er ein paar Bier und lief durch die Straßen von Pollys Nachbarschaft. Irgendwann wurde er von einem Mann angehalten, der ihm Marihuana verkaufen wollte. Er beschloss, den Joint zu kaufen. Nach Davis' eigenen Worten wurde er richtig high und ging dann in einen Laden, um mehr Bier zu kaufen. Bald darauf irrte er ziellos durch die Nachbarschaft. Er war sich nicht sicher, wo er war und was er tat. Aber Davis war vorbereitet in die Nachbarschaft gekommen. Er hatte eine Tasche mit Fesseln und Klebeband dabei. Die Gerichtsmediziner konnten feststellen, dass er die Bänder mit einer Schere zerschnitten hatte, was auf einen Vorsatz schließen lässt. Dann sagte Davis, er habe sich zufällig ein Haus in der Straße ausgesucht und sei durch ein offenes Fenster gekrochen. Er erinnerte sich daran, Fernsehstimmen gehört zu haben und sagte, er habe möglicherweise ein Messer aus der Küche genommen. Er sagte, er erinnere sich an nichts mehr. Das nächste, woran er sich erinnere, sei, dass er in seinem Auto fuhr und überrascht war, ein junges Mädchen neben sich sitzen zu sehen. Sie beklagte sich, dass ihre Hände kribbelten. Laut Davis lockerte er die Fesseln und fuhr herum und fragte sich, was er getan hatte und was er als nächstes tun sollte. Dann kam er vom Straßenrand ab und blieb mit dem Auto stecken. Als er merkte, dass er endgültig feststeckte, holte er Polly aus dem Auto und trug sie eine steile Böschung hinauf, etwa 30 Meter entfernt. Er hatte vor, sie in der Dunkelheit zurückzulassen, bis er einen Weg gefunden hatte, das Auto zu befreien.
Der Rest von Davis' Geschichte über die Geschehnisse in der Pythian Road stimmte mit den Angaben der Zeugen überein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde die Meldung über Pollys Entführung gerade über den Polizeifunk verbreitet, aber die Polizisten hatten eine andere Frequenz eingestellt und hätten sie nicht gehört, selbst wenn sie in ihren Autos gewesen wären. Sie prüften seinen Führerschein, aber die früher verfügbaren Geräte konnten nur eine kurze Zusammenfassung von Davis' Führungszeugnis erstellen. Sie konnte sein Strafregister nicht einsehen. Sie fanden nichts, womit sie ihn festhalten konnten. Davis erinnerte sich, wie die Polizisten seinen Wagen anhielten und ihn zur Hauptstraße eskortierten. Er sagt, er habe 15 oder 30 Minuten gewartet und sei dann zurückgekehrt, um Polly zu finden. Dann sei er einfach herumgefahren. Irgendwann wurde ihm klar, dass er sie loswerden musste. Endlich hatten die Behörden herausgefunden, was sie schon lange wissen wollten. Polly Klaas war tot. Und Richard Allen Davis war der Verantwortliche. Davis erklärte sich bereit, sie zu dem Ort in der verlassenen Gegend von Cloverdale zu bringen, wo er die Leiche abgelegt hatte. Es war Nacht, aber die Inspektoren hatten das Bedürfnis, Davis' Geschichte zu bestätigen und konnten nicht bis zum Tagesanbruch warten. Er führte sie zu einem Feld in der Nähe eines verlassenen Sägewerks. Draußen auf dem Feld, unter einigen Brettern, fanden die Ermittler die Leiche von Polly Klaas. Es war ein merkwürdiges Gefühl. Sie befinden sich in der Gegenwart von jemandem wie Davis. Und ein paar Meter weiter ist das, was von einem schönen, 12 Jahre alten Mädchen übrig geblieben war. Der Fall Polly Klaas war etwas Besonderes, weil er die Menschen bewegte. Die ganze Gemeinde hat sich zusammengeschlossen und gesagt, dass dies das letzte Kind sein wird, das er entführen konnte, dass es unser Kind ist und dass wir es suchen werden, bis wir es finden. Der Fall kam erst im Jahr 96 zur Verhandlung. Nach 10 Wochen im Gerichtssaal befanden die Geschworenen Davis in 10 Anklagepunkten für schuldig, darunter Entführung, Raub, Einbruch, Mord und der Versuch einer unzüchtigen Handlung an einem Kind. Den letztgenannten Vorwurf stritt Davis während des gesamten Prozesses ab. Die Ermittler sind der festen Überzeugung, dass Polly trotz Davis' Aussage bereits tot war, als die Hilfs-Sheriffs ihm mit seinem Auto halfen. Er wurde zum Tode verurteilt und saß in der Todeszelle des San Quentin-Gefängnisses bis zu seiner Hinrichtung. Polly Klaas hat ein Vermächtnis hinterlassen, das andere Leben retten wird. Die Art und Weise, wie Fälle von vermissten Personen bearbeitet werden, hat sich seit den Ermittlungen grundlegend geändert. Die Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden sind von nun an mit verschiedenen Behörden verbunden und liefern wichtige Informationen an mehrere Gerichtsbarkeiten. Meldungen über vermisste Personen werden jetzt über alle Polizeikanäle verschickt. Bei Routinekontrollen und Verkehrskontrollen können die Beamten nicht nur auf die Fahrerkartei, sondern auch auf das Strafregister zugreifen. Die Einführung der Three Strikes You're Out-Gesetzgebung war eine direkte Folge des Falles. Ebenso wie der Vorstoß zur Beschleunigung des Berufungsverfahrens in Mordfällen. Und eine in Pollys Namen gegründete Stiftung hilft bei der Suche nach vermissten Kindern. Die Beteiligung des FBI war entscheidend für die Lösung dieses Falles. Wäre das FBI nicht frühzeitig eingeschaltet worden, wäre der Fall wohl nie aufgeklärt worden oder zumindest nicht so schnell, auch wenn es lange gedauert hat. Die einzigartige Partnerschaft zwischen der örtlichen Polizei und dem FBI hat einen Präzedenzfall geschaffen, der bis zum heutigen Tag andauert.